Ah, Leute, hier geht's lustig zu. Ah, jetzt geht die Sendung los. Es wird ernst. Wir haben ein paar Fragen zu klären. Alles mögliche Falls. In dieser Folge treffen aufeinander Florentin Will, Etienne Garde und Lars-Erik Paulsen. Let's get ready to rumble. Stark. Hey, hallo und herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe von Alles mögliche Falls. Schön, dass ihr wieder da seid. Es ist wieder an der Zeit, die großen Fragen des Alltags zu klären. Natürlich wieder, wie immer mit dabei, die beiden Herren, die sich wie keine Zweiten mit sämtlichen Themen dieser Welt auskennen. Kein Thema, zu dem sie schweigen müssen, denn die Kompetenz ist groß. An meiner Seite, Etienne Garde. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bedanke mich für die Einladung. Hallo. Mit dabei ist natürlich auch Lars-Erik Paulsen. Auch von mir, hallo. Herzlich willkommen. Und heute auch das erste Mal am Mikrofon, das Phantom. Guten Tag. Ja, wir sind vollzählig. Schön, dass ihr da seid. Wir haben wieder vier fantastische Fragen für euch vorbereitet. Ihr kennt es bei alles mögliche Fights. Seid ihr die Richter am Ende. Ihr dürft also entscheiden, wer von uns am besten argumentiert hat, wer von uns die Frage am besten beantwortet hat. Und das könnt ihr tun durch eure Stimme im Chat. Und jede Frage gibt einen Punkt, die letzte zwei Punkte. Und dann wird ein Sieger gekürt, der diese heiß begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen darf. In der Regel werden die Gewinner vor der Tür abgepasst von wütenden Fans und die Trophäe wird entwendet. Wie versucht ihr euch heute dagegen zu wehren? Ja, oder auch Kandidaten, die dann danach nochmal wütend zum Gewinner stürmen und sich beschweren. Ich erinnere an meinen Pitch mit dem Lego, mit der Lego-Welt. Ich habe zwar nicht die Folge gewonnen, aber diesen Pitch. Und dafür habe ich tatsächlich, ich meine, wenn die Kameras aus sind, Florentin Will vor der Kamera immer ein total sympathischer, charismatischer Typ. Aber sobald die Kameras aus den Kameras hat gesagt, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Hast du irgendwie gerickt oder so? Das ist ja wohl totaler Betrug. Er wollte es einfach nicht einsehen, dass ich auch mal eine Runde gewonnen habe. Ich habe, glaube ich, die Runde gar nicht gewonnen. Nee, hast du nicht gewonnen. Aber die Antwort war trotzdem so ja, schlecht, dass ich auch auf den Verlierer nochmal einstechen musste. Ja. Und Tobias Panke hat sich bis heute nicht gemeldet. Der Held der Steine. Wir hatten ein freundschaftliches Verhältnis zu dem. Und seit dieser Lego-Frage sind alle Kontakte abgebrochen. Er geht nicht ans Telefon. Ja, pitche ein Lego-Set. Und Lars-Erik Paulsen hat so einen lächerlich dummen Escape Room Bullshit. Guck's einfach nochmal an. Schau's dir nochmal an. War eine gute Nummer. Richtig wütend. Haben die Leute geliebt. Etienne, wie lebst du? Nun, aufgewachsen auf einer kleinen Farm in Kentucky, lernte ich früh, was bedeutet mit wenig. Oh. Punkt. Ist es so ein bisschen die Biografie, die du dir wünschen würdest? In einer Kentucky-Farm aufgewachsen? Ehrlich gesagt, was weiß man über Kentucky? Außer, dass da offensichtlich Fried Chicken rauskommt. Ja. Aber ansonsten, sonst weiß man nichts über Kentucky. Ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ey, weißt du was? Lass mal nach Kentucky. Mhm. Du meinst, also da niemand weiß, was da passiert, kannst du einfach behaupten, du wärst von da und niemand könnte es. Keiner kann irgendwas widerlegen, keiner kann irgendwie sagen, oh ja, das klingt nach Kentucky. Ja. Egal, was ich erzähle, jeder würde sagen, oh, krass, Kentucky. Ja, stimmt. Etienne Garde ist unter erbärmlichen Umständen ins Leben getreten und deswegen musste er auskommen mit wenigen Dingen. Er hatte wenig Geld, nur ein paar Kupfertaler haben seine Tasche beschwert und deswegen passt es auch sehr, sehr gut zu unserer allerersten Frage. Ach, jetzt geht's schon los, oder was? Also ich bin natürlich wahnsinnig, das ist mein zweites Mal, glaube ich, erst bei Alles möglich, weil ich habe heute, also letztes Mal war es schon so eine wahnsinnig schwierige Sache mit Nils und Florentin, jetzt mit Eddie und Florentin. Eddie kann natürlich sehr emotional werden. Wie schätzt ihr das ein? Glaubt ihr, wir werden uns danach noch, also sind wir noch befreundet danach? Also befreundet in Anführungszeichen? Oder gibt's die Anführungszeichen Probleme? Werden größer, glaube ich. Also ich bin natürlich gespannt, gerade weil der Chat da draußen wieder bestimmt Florentin Will, wir waren ja eigentlich schon seit Jahren vor Florentin Will. Und auch an dieser Stelle möchte ich erneut warnen vor ihm. Traut ihm einfach nicht. Glaubt ihm einfach nicht jedes Wort. Das ist so ein bisschen für mich der Timon Krause bei Rocket Beans. Der ist so ein bisschen mentalistmäßig. Der hat Tricks. Also Timo Boll. Ich dachte, nee, Timon der Krause. Timo Boll unter den der Mentalist. Der kann, der macht ja wirklich so, der beeinflusst dich ja, ohne dass du es merkst. Ich habe deine Moin Moins gesehen. Dann schnippst der so. Und genau das macht Florentin auch. Der hat zwar keine Ringe an den Fingern, mit denen er schnipsen kann, aber Florentin Will, der macht den hier zum Beispiel. Und das kriegt ihr gar nicht mit, weil der das so schnell, genau, der macht es so schnell, während seiner Argumentation. Ihr kriegt es gar nicht mit. Also lasst euch nicht hypnotisieren von Florentin. Das wollte ich nur noch mal vorher als Disclaimer sagen. Ja, Lars-Erik Paulsen ist einfach erbärmlich. Was? Warte, Frage. Hast du was? Ich heiße Schwede. Wollen wir anfangen mit der ersten Frage? Ich glaube, es ist notwendig. Ja. Und zwar die allererste Frage. Natürlich, wir alle versuchen, Geld zu sparen. Wer nicht? Und deswegen stellen wir uns die Frage, welches Produkt hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?
Bei welchem Produkt kriegt man für seine teuer erarbeiteten so gespannt auf eure Antwort. Leistung? Ja. Wo kriegt man am meisten raus? Wo wird jeder Cent plattgedrückt? Wo kriegt man noch ein bisschen Wert aber ich aus den letzten Möglichkeiten? Wenn ich mal kurz einhaken darf. Ja, das. Ich finde es schon hart, dass ich jetzt hier gegen die pfiffigen Ziffernleute antreten muss, die natürlich da ein gewiss, also ihr habt natürlich schon ein unglaubliches Spektrum, Wissensspektrum. Ja. Ihr kennt Produkte, ihr kennt Preise und ihr wisst genau, wo man da ansetzen muss. Ja, ich habe ja nur ein begrenztes Repertoire, aus dem ich schöpfen kann. Mhm. Preise kennen wir, aber Leistung nicht so. Ich weiß. Eben. Das stimmt, aber trotzdem haben wir natürlich gute Antworten vorbereitet. Ich würde mal sagen, jemand beginnt. Ja. Lars. Ja, ich glaube, so stand es auf den Moderationskarten. Deswegen möchte ich mich natürlich daran halten. Liebe Leute, hört gut zu. Wie toll wäre es denn gewesen, Teil einer Generation gewesen zu sein, die live miterleben konnte, wie ein neues Unterhaltungsgenre sich entwickelt hat? Denkt einfach mal dran, es gab wirklich Menschen, die haben in einer Zeit gelebt, wo man dann so von einem Jahr auf den anderen sagen konnte, ey, wollen wir nicht eigentlich mal auf ein Konzert gehen? Musik, klar gab es Musik schon vorher, irgendwo hat da jemand mit der Panflöte auf seiner Steinpanflöte rumgespielt, aber irgendwann konntest du auf Konzerte gehen. Es hat sich entwickelt, die Musik wurde kommerzialisiert und für ein breites Publikum möglich gemacht. Wie toll wäre es gewesen, da irgendwie Teil dieser Generation gewesen zu sein. Oder auch bei Filmen irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts ungefähr, als Filme groß wurden und man tatsächlich in dieser Generation war, die von einer Nacht auf die nächste sagen konnte, wollen wir nicht mal ins Kino gehen? Völlig neu, komplett neues Unterhaltungsgenre. Wäre das nicht geil gewesen, wenn man Teil einer solchen Generation gewesen wäre? Liebe Leute, wir sind Teil einer solchen Generation. Wir haben es miterlebt, wie ein neues Unterhaltungsgenre uns in den letzten 15 Jahren, ungefähr 10, 20 Jahren, geprägt hat. Dein Covid vorbei? Nee. Okay. Liebe Leute, Netflix hat nicht Serien erfunden, nein. Aber Netflix hat dafür gesorgt, dass das Unterhaltungsgenre Serien in unsere Freizeit eingestürzt ist, eingebrochen ist, eingeknallt ist wie ein Komet und unser komplettes Hobby und unser komplettes Leben zerrüttet hat. Denn durch Netflix haben wir völlig neuen Alltag erleben können. Wir haben gesagt, nach Feierabend, was machen wir denn? Selbstverständlich gucken wir eine Folge Netflix. Du gehst auf eine WG-Party. Um was geht's hundertprozentig früher oder später? Natürlich geht's um die neue Netflix-Serie. Du lernst auf einem Date jemanden kennen, er mag deine Lieblings-Netflix-Serie nicht. Dann musst du natürlich dieses Date beenden. Das heißt, Netflix hat uns alle wahnsinnig geprägt. Es ist quasi ein geflügeltes Wort, Netflix und Chill. Wir wissen alle, um was es geht. Es geht um Netflix schauen und ficken in dem Fall. Das heißt, es hat uns wirklich alles gegeben. Wir konnten Teil davon sein, vom Aufstieg und Fall des Frank Underwoods. Wir konnten sehen, wie Narcos von der Polizei verfolgt wurde oder wie Saul Goodman. Ist gerade ganz spannend zu sehen, ob Etienne noch genug Lebenskraft hat, um überhaupt zu seiner Antwort noch zu kommen. Schön, dass du im Schlussplädoyer mich jetzt hier noch. Ja, das war schon das fast. Das sind zwei Minuten, meine Güte, kann man doch schon mal machen. Guck auf die Scheißuhr. Jedenfalls, das Ganze. Also, komm. Wir wurden komplett verändert. Ein Unterhaltungsgenre. Wir waren live dabei für 7,99 €. Leute, 7,99 €. Für ein paar mehr HD und so weiter zahlst du vielleicht ein paar Euros mehr, teilst du dir aber mit den Leuten. Das ist mein bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, das die Menschheitsgeschichte je gesehen hat. Netflix. Also ich schreibe auch Toll, Netflix. Okay, alles klar. Danke für deine Antwort. Etienne. Ab wann darf ich bei deinem Pitch sagen, gut, jetzt reicht's auch mal. Hä? Noch Ab vier wann? Minuten alles ungefähr. Es kommt so ungefähr der Moment. Schau mal auf die Scheißuhr. So. Wo ist denn deine Uhr? Etienne, alles okay bei dir oder sollen wir dir einen Helikopter rufen? Ist alles okay oder brauchst du... Alles gut. So. Ich habe auch lange überlegt, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bin direkt viele Gadgets durchgegangen, Produkte, die man in letzter Zeit getestet hat, Klamotten. Am Ende des Tages bin ich aber dann tatsächlich bei Nahrungsmitteln hängen geblieben, weil ich gedacht habe, okay, was ist denn auch wirklich überlebensnotwendig in einer gewissen Weise. Was brauchen wir wirklich? Weil du kriegst natürlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Weiß ich, gibt wahrscheinlich irgendwo ein paar gute Socken oder so. Aber damit kann man natürlich dann nicht wirklich punkten. Ich brauchte was Profunderes. Da habe ich lange überlegt und dann habe ich so mal ein bisschen recherchiert und gegoogelt und geguckt. Und dann habe ich was gefunden. Habe ich gesagt, ja, das ist es. Das ist das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis.
Salz. Das war so klar. Das war so klar. Das steht hier. Steht hier in meinem Pitch. Ihr sagt bestimmt Salz oder Mehl. Salz hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist vielfältig. Du kannst damit jede Speise besser machen. Jede. Mittlerweile sogar Schokolade. Salty Chocolate, der neue Trend. Super. Und ich sage euch das. Es gibt den 15 Kilo Bottich. Für 8 Euro. Nein. Es gibt den 15 Kilo Bottich. 15 Kilo. Marc, stellt euch einen Eimer vor mit 15 Kilo Salz. Rechnet euch aus, wie lange das hält. 15 Kilo. So eine normale Packung Salz hat, glaube ich, ist ein halbes Kilo, 500 Gramm, 80 Cent ungefähr. Was schon 15 ist, so Kilo. 15 Kilo Bottich. 15 Kilo. 15 Kilo Bottich. Für 8 Euro. 8 Euro. Das ist ein halber Euro je Kilo. Das ist ein sensationeller Preis. Das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Da kann man einfach gar nichts gegen sagen. Und jetzt überleg mal, du nimmst ja nur. Das ist ja das Tolle. Ich kaufe hier zwei Bottiche ab. Das Tolle daran ist, Florentin, ist ja, du, wie viel, wenn man so ein bisschen Salz, du hast ja deine Kartoffeln, du nimmst ja nur so eine Prise und machst nur so ein bisschen. Ja. Überleg mal, wie viele Bisschen 15 Kilo ausmachen. Ein Leben lang. Du gibst einmal im Leben 8 Euro aus. Du hast Salz for life. Und alles schmeckt besser, es ist nahrhaft, es ist gesund. Und noch ein Beweis, die Entwicklung von Salz. Wir kennen es alles. Früher der Salzprinz, wie hieß es? Salzkönig? Salzdackel? Wie hieß denn das nochmal? Der Salz... Weiß nicht, worauf. What? Der Salzkönig. Salzkönig? Salzprinz? Da gab es dieses Märchen. Egal. Und die Moral von der Geschichte von dem Märchen war, Salz ist teuer. Salz war kostbar früher. Salz war so teuer wie Gold. So wertvoll wie Gold. Und mittlerweile... Der 15 Kilo Bottich, 8 Euro. Cool. Tengadi mit Salz. Okay. Und ihn hast du jetzt nicht unterbrechen wollen? Nee, aber das finde ich spannend. Okay, eigentlich ganz gut. Meine Antwort ist dieser Krümeltee von Aldi. Wo du schön reinlöffelst ins Wasser und dann hast du geilen Eistee. Weil wie viel Liter Eistee bekommt man da? 15 Kilo für 8 Euro, da habe ich ein wesentlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. 15 Liter kriegst du locker aus so einem Bottich. Schaut mal bei euch zu Hause irgendwie im Speicher, im Gewürzregal. Ihr habt hundertprozentig noch so einen halben Becher von diesem Krümeltee übrig. Weil das Zeug geht nicht weg. Eistee oder was? In diesem Eistee, von diesem Krümel-Eistee. Weißt du, du snackst es weg, du packst es rein. Und das Tolle ist, es ist sogar noch besser als normaler Eistee. Weil im Gegensatz zu normalen Eistee kriegst du oben noch diesen geilen weißen Schaum drauf, den du normalerweise beim normalen Eistee nicht hast. Und jetzt kommt der Knaller. Dieses ganze Ding, haben wir ein Bild da? Ich habe ein Bild da. Haben wir ein Bild da? Können wir ein Bild sehen? Dieser Becher, dieser große Becher, wo irgendwie 160 Liter Eistee letzten Endes drin sind, kostet eine Mark. Kostet 1 Euro. Für 1 Euro kriegst du verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich rede von Zitrone, ich rede von Pfirsich, ich rede von Apfel, ich rede von Waldfrucht. 1 Euro und du hast das Ding für den Rest deines Lebens. Schön hier und da ein bisschen was rein, rührst es um, zack, snackst es weg. Köstlich, fantastisch, lecker. Ein Gaumenschmaus für jung und alt. Du musst nicht die schweren Kisten Eistee nach Hause tragen, sondern kaufst einen handlichen Krümeltee, rührst es zu Hause um, zack, fertig. Krümeltee von Aldi. Ich habe direkt eine Frage. Also was hast du, ich muss noch mal wissen, ein Liter? Nee, was? Jetzt rechnen kriegst wir noch mal genau aus. So einen Becher, so einen Bottich, ja. Kriegst du für 99 Cent. Das sind 800 Gramm oder irgendwie so, das ist ordentlich. Mhm. Das ist richtig ordentlich. Mhm. Ich mach mal auf. Und du hast gerade gesagt, das reicht für ein Leben. Nee, gut, kurzes okay, Leben. Du hast gesagt, kurzes Leben. 15 Liter oder irgendwie sowas. Leukämie-Leben. 15 Liter hast du gesagt. Ich meine, man trinkt ja... Das sind halt, das dauert 2 Wochen, da ist das Ding leer. Ja, das Ding aber ist... Aber sind es geile 2 Wochen fürs 99 Cent? Naja, du sagst ja selbst, kurzes Leben, es braucht überhaupt gar nicht länger halten, denn mit diesem Produkt wirst du natürlich ein kurzes Leben haben. Das ist einfach das Ungesundeste, was du deinem Körper antun kannst. Das ist einfach reiner Zucker. Ja, das Ungesundeste sagst, für den geringsten Preis. Genau, wenn das beste Preis-Leitungs-Verhältnis... Guck mal. Guck dir den mal an, du. Das sind 2 Euro. Das ist fast nichts, was wir hier sehen. Zitronen. Aber der arbeitet hier schon wieder mit Tricks, einfach mit Visualisierung. Guck mal, jetzt gibt's hier wieder. Das ist doch so gemein. Ja. Könnt ihr jetzt bitte auch Salz zeigen? Sag mal Salz. Sag mal, ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Mal ein bisschen Salz. Das ist großartig. Und guck mal, wie viele Löffel du da reingehen kannst. Könnt ihr mal eine Netflix-Serie reinmachen? Ab. Wir gucken jetzt eine Folge House of Cards. Also, es ist schon soweit. Das ist schon offen, oder? Ja. Also, ich wollte auf jeden Fall als erstes natürlich sagen, dass es wahnsinnig ungesund ist. Und wir kennen alle dieses Produkt. Ja. Vielleicht bei dir nicht. Aber viele, ich spreche vielleicht ein paar Leute da draußen an, relatable. Ihr kauft es. Wie viel Prozent davon nutzt ihr?
40%. Den Rest schmeißt ihr weg. Nein, weil es so ergiebig ist. Das ist ja, aber es ist ein Schrottprodukt. Nein, es ist kein Schrottprodukt. Also es geht natürlich bei Preis-Leistung ja auch um Leistung. Und die Leistung ist, okay, oh ja, du hast ein-, zweimal ein echt gutes Eistee-Getränk, aber nur, wenn du wirklich die exakte Mischfeld hast. Das nervt mich immer bei den Dingern. Da machst du 2 Löffel rein, viel zu süß. Machst du Wasser wieder rein, viel zu wenig. Aber das ist das Geile, dass du es anpassen kannst. Doch, du kannst es selber anpassen. Du kannst genau mehr Wasser, mehr Zeug. Ich will doch nicht selbst arbeiten. Ich will doch die Netflix-Sachen nicht selbst produzieren. Das größte Problem an diesem Eistee-Pulver ist, dass du ja nicht eiskaltes Wasser kriegst. Ja, naja. Das ist das Problem. Du wirst mit diesem Pulver, trinkt jeder immer lauwarmen Eistee. Ja, und das ist einfach eklig. Ja gut, aber der Eistee, den du kaufst, der ist auch nicht so kalt. Oder ich mein, den stelle ich in den Kühlschrank oder ich habe den aus der Dose schon. Du hast doch aus dem Wasserhahn Wasser, das so kalt ist wie aus dem Kühlschrank. Nein, reicht es. Der Eistee wird erst natürlich gut mit. Jetzt reicht es uns allen. Das ist doch albern. Brauchst du schon lange warten. Brauchst Eiswürfel dazu. Das ist doch Bullshit. Jetzt kann man drüber sprechen. Hol jetzt ein Glas Wasser. Nein. Hol ein Glas Wasser. Du wirst sehen, es ist nicht Eisteepulver, es ist eigentlich Teepulver. Okay, während Florentin sich um den Tee kümmert, das kann ja ein bisschen dauern. Eddie zu dir auch nochmal. Sorry. Ich habe hier ist Salz. Ich hol gleich Salz aus der Küche. Ah, da ist Salz. So, das ist Salz. Guck mal hier, da ist Salz. Das sieht ein bisschen aus wie Crystal Meth hier auf. Das sind sehr große. Crystal Meth Breaking Bad, tolle Serie. Willst du noch ein bisschen Salz pumpen? lieber Eddie, wir haben es gerade von ungesund gehabt. Du hast kurz gesagt, Salz sei gesund. Ja. Wo nimmst du das denn her? Was? Es gibt ganze Diäten, es gibt ganze Bewegungen da draußen, die sich darum kümmern, dass man niemals Salz isst, weil Salz selbstverständlich total ungesund ist. Ja, nimm mal einen Schluck. Das ist das kalteste Wasser aus dem Wasserhahn. Das kalteste Wasser aus dem Wasserhahn. Trink mal einen Schluck. Ja, das ist... Das ist schon okay. Ja, aber das ja, ist... Ja, eben. Dein das Produkt, ist schon okay. Dein Produkt ist völlig okay. Das ja, ist, aber es ist ein 99 Produkt, Cent, dass du dafür keinen Lamborghini kriegst, ist ja klar. Entschuldigung. Es ist einfach nur Zucker in Florentin, in ja, wenn du das, wenn du einen Eistee bestellen würdest und würdest das kriegen, dann würdest du dich beschweren. Hm. Außerdem, du argumentierst... Wo war dein Finger jetzt gerade? In der Mitte. Du musst jetzt du musst, an der kannst, Seite, vom Rand kannst ja, du trinken. Du argumentierst die ganze... du argumentierst die ganze Zeit für einen guten Preis und nie für eine gute Leistung. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Eddie, jeder Salz, hat das Ding zu Hause. Jeder Salz ist wahnsinnig ungesund. Osmose, Hashtag. Salz. Osmose, Hashtag. Entzieht dem Körper Wasser. Deswegen versucht man, warmes Wasser auch noch. Damit kannst du Eistee machen. Der Körper braucht das Salz. Stimmt. Das ist zum Überlebenswicht natürlich zu viel Salz ist natürlich ungesund. Nee. Ja, das habe ich auch mal gehört. Eddie, hat Eddie recht. Und guck mal, ja, ich habe mal gehört, ich gebe zu, das Salz sieht ein bisschen ungesund aus. Ja? Ich habe mal gehört, ja, so, jetzt, ja, jetzt ist Kokain, genau. Und jetzt ein bisschen. Ist auch ungesund. Ich habe mal gehört von einem Experiment, wo Leute nur Bier getrunken haben. Nichts gegessen, nur Bier getrunken. Und die haben gesagt, das ging eigentlich, uns fehlt nur Salz. Du brauchst Salz zum Überleben. Davon habe ich auch gehört. Okay. Eine Sache will damit ich noch, das Bier wieder rausgezogen wird aus dem Kopf. Eine Sache will ich noch zu Lars sagen. Ja. Natürlich ist Netflix super und so eine Flatrate-System super. Aber ich habe nicht nur Netflix. Ich habe Sky, ich habe RTL Now, ich habe HBO Plus, ich habe Disney Plus, Apple. Ich habe Apple TV, ich habe Sky, ich habe Amazon, ich habe alles. Netflix reicht nicht. Natürlich für Netflix nur 7,99 €, aber das komplette Media-Multimedia-Angebot zahlst du schon mal 80 € im Monat. Und das ist ganz schön viel. Das ist mehr, als ich damals für DVD ausgegeben habe. Und deswegen ist Netflix leider bei dir nur eine unvollständige Betrachtung. Ja, klar, ein Service davon, aber dann ist die Superserie auf der anderen, dann willst du Severance gucken, musst du dahin. Deswegen, so schön, wie du dieses Multimedia-Streaming-Plattform-Paradies da zeichnest, ist es nicht. Das Problem an der Netflix-Antwort ist ja eben, wie du schon sagst, es gibt ja große Konkurrenz und die ist ja teilweise wirklich einfach besser mittlerweile als Netflix. Netflix erhöht ständig die Preise. Da fängt schon mal an. Jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal innerhalb vom halben Jahr, wenn jetzt die Preise, du willst es natürlich in HD gucken, wir haben alle irgendwelche Flatscreens zu Hause, du kannst dir nicht mehr SD-Netflix geben. Also bist du schon irgendwie bei 15 € im Monat. Immer noch ein guter Preis für das Serienangebot, aber wir suchen das beste, Preis-Leistungsverhältnis. Ich möchte es nochmal an der Stelle sagen, wir suchen nicht ein Preis-Leistungsverhältnis, wo du sagst, das finde ich ist ein faires Preis-Leistungsverhältnis. Wir suchen das beste, die beste Leistung, die du für Geld bekommst. Und da möchte ich nochmal ganz kurz auf Salz zu sprechen kommen. Ja, oder dann überleg mich mal. Erst verteidigen und dann du. Nein, weil ich habe ja extra direkt den Satz weitergesagt, so, damit der Vorwurf, dann, ne? Damit der Vorwurf im Raum stehen bleibt und nicht entkräftet werden kann. 15 Kilo Salz für 8 Euro. Also, du hast für 8 Kilo. Euro. 15 Kilo. Du hast damit kannst du Menschen töten. Woher kommt nicht der Preis? 20 Menschen töten. Woher, also, wo holst du denn deine Fakten, deine Zahlen her? Ich gegoogelt.
Hast du gegoogelt? Guck doch nach. Ich google mal Salzbottichpreis jetzt. Ja, die musst du aber auch gut lagern. Such Salz 15 Kilo. Sobald du Reis einmal auf... Ist denn, bist du denn jetzt eigentlich der Fact-Checker? Warum kann denn derjenige... Weil ich der Einzige bin, der diesen Laptop bedienen kann. Was ich sagen wollte. Dein 15 Kilo, sag, den machst du einmal auf. Ein Bottich. Es ist ein Bottich. Wieso? Nein, nein, nein. Salz kann überhaupt nicht ablaufen. Brauchst du noch eine Tonne, die dicht ist, damit das Salz nicht bröckelt. Und das kostet dann richtig viel Geld. 15 Kilo Salz reichen für ein Leben lang. Das heißt, du kaufst... 1000 Euro. Guck dir das mal an. Wonach hast du gesagt? Salzbottich. Okay, er hat jetzt einfach du einen Hot-Top. Salzbottich. Ein Hot-Top kostet 600. Ich möchte doch nochmal auf meine, auf die fiesen... Aha. Warte mal, 180 Liter Salz. Ja, für 100 Euro. Du suchst ja ein Gefäß. Geh mal jetzt auf die Seite, wo ihr immer eure Preise dingst. Und gib mal ein 15 Kilo Salz. Wie heißt denn die Seite, auf der wir unsere Preise dingsen? Netflix? So. Auf Netflix kann man sogar auch mittlerweile Geld. Ah, da ist er! 18 Euro waren es, okay. Nicht 8 Euro. Irgendwas mit der 8. Ah, Moment, warte mal. War das jetzt eine Lüge oder hast du die Unweite erzählt? Du hast dich um den Faktor 3 vertan. Damit bist du raus. 18 Euro. Ich war mir nicht mehr auf 8. Ist doch wohl schon. 18 Euro ist ja wohl ein sensationeller Preis. Davon kannst du 3 Monate lang Netflix Als ob dieser Diskurs hier anders wäre laufen, wenn ich von Anfang an 18 Euro gesagt hätte. 18 Euro. Da hätte ich schon noch mal, du hast mit 18 Euro den Lebensvorrat an Salz. Eddie, niemand sagt, dass das teuer ist. Aber Salz ist sau lame. Du kannst ja auch sagen, für 18 Euro kriege ich 1000 Liter Wasser oder 100 Millionen Kubikmeter Luft. Ja, natürlich, das braucht man alles zum Überleben. Und Leben ist nicht so teuer in unserer aktuellen Gesellschaft. Das ist super. Aber das ist nicht dein Verdienst. Du hast nichts dafür getan, dass Salz zu billig ist. Du kannst dir ein Sohleleitungsweg, du hast nichts für den Sohleleitungsweg getan. Salz drauf machen. Ist lecker, ist ein leckeres Produkt. Es schmeckt. Aber für diese Runde hier völlig unbrauchbar. Hören auf, das ist unerhört. Das ist der eine. Darf ich noch einmal auf Netflix die mit einem Sachen Billo eingehen? Nee. Ganz kurz nochmal. Ja, es gibt Konkurrenz. Ich glaube, mach die Wertung auf jetzt. Wie lange muss man rühren? Ja, alles klar. Ja, du kannst ja ruhig was sagen. Also ohne Witz, ganz ernsthaft. Sag ruhig. Natürlich gibt es mittlerweile Konkurrenz, aber selbstverständlich ist es bei weitem noch nicht so gut. Ich liebe auch die Serien auf Apple, aber das sind dann 5 Serien oder sowas. Auf Netflix kannst du, wenn du jetzt anfängst, kannst du die nächsten 10 Jahre richtig gute Serien und Filme dir reinziehen. Nimm mal 10. Deine Preisfrage, kein Mensch zahlt doch diesen Preis alleine. Du zahlst es mit der Frau, du zahlst es mit einem WG-Kollegen, du teilst es mit ein paar anderen. Also, wenn du es illegal machst, dann wird es zu einem guten Preis. Du musst Leistungsverhältnis. Netflix verlangt doch nicht, dass du mit deiner Freundin oder so zusammen, jeder muss einen Account haben oder so. Du kannst ja dieses Familienangebot machen und dann ist es schon günstig. Wie lange muss man rühren, damit wirklich keine Klümpchen mehr und keine, damit du nicht mehr Pulver. Das Geile. Mit kaltem Wasser kriegst du es nicht mal aufgelöst. Doch, aber das ist das Geile. Du trinkst es und es wird immer mehr. Und am Ende hast du diesen sämigen Schlons, den du schön den noch reindrückst. Das ist ja das Geile. Du weißt, der erste Schluck ist immer enttäuschend, aber du weißt, es wird mit jedem besser. Am unten hast du immer diesen braunen Sipsch, der sich nicht aufgelöst hat. Tödlich. Wir können diese Fragen nicht beantworten, sie sind zu schwer, wir brauchen eure Hilfe. Deswegen habt ihr eure Stimme geltend gemacht und habt der Umfrage eure Stimme beigetragen. Hier sehen wir das Ergebnis, wer recht hatte, wer gewinnt diese erste Runde. Oh, schön. Stopp. Salzsieg. Don't be salty. Ja. Auch wenn es nicht teuer wäre. Ja, aber da muss man mal sagen, 18 Euro und du hast für den Rest deines Lebens Salz, das ist doch echt ein gutes Preis-Leistungs- Ist ein tolles Produkt. Ist ein gutes Produkt. Ja, ist gut. Ich sag nicht, dass ich abends am Wochenende lieber mir Salz angucke als eine Serie auf Netflix. Ja. Aber das Preis ist ein gutes. Salz kostet einfach nichts. Guck mal, ich habe hier wirklich Salz und Mehl stehen, weil ich das auch erst nehmen wollte, aber ich fand es halt einfach super lame. Okay, da bin ich bei dir. Ey, und wir sind die 21er-Brüder. Ja. Wir haben beide exakt 21% bekommen. Alles klar, wenn du mich noch einmal unterbrichst, bring ich dich um. Okay, dann kommen wir jetzt zur Runde 2. Okay, was war das für eine Frage? Runde Nummer 2. Oh, das wird jetzt lustig. Es wird sehr interessant. Etienne beginnt diese Runde und wir stellen uns die vielleicht sogar fast schon philosophische Frage. Wovon gibt es zu viel? Das muss weg. Das ist einfach zu viel. Eddie. Serien.
Es gibt zu viele Serien. Es gibt zu viele Serien. Filme, okay. Ein Film, 1,5 Stunden, 2 Stunden, alles klar. Eine Serie mit, weiß ich nicht, wenn es nur 10-Folgen-Serie hat, bist du schon bei 10 Stunden. Das sind 5 Filme. Es gibt so viele Serien. Jede Online-Streaming-Plattform, Florentin hat sie gerade alle aufgezählt, macht mittlerweile, produziert ihre eigenen Serien. Join, die ProSieben-Plattform, produziert irgendwelche Serien, von denen ich in meinem Leben noch nicht gehört habe. Serien, Serien, Serien. Netflix produziert Serien, Sky produziert Serien, Amazon produziert Serien. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Serien sind nicht schlecht. Es gibt richtig viele gute Serien, aber wer soll das alles gucken? Ich habe nicht umsonst schon mal gesagt, ich habe nur noch Zeit für überragend, weil es einfach zu viele gute Serien gibt. Ständig kommt jemand, wie du es gerade gesagt hast, das auf einer Party, du bist irgendwo, die Leute labern nicht voll. Oh, hast du schon Peacemaker gesehen? Nee. Hast du schon Moon Knight gesehen? Nee. Hast du schon, was weiß ich, bla 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 gesehen? Es gibt so viele, hast du schon die 4. Staffel, hast du schon die 6. Staffel von Better Call Saul gesehen? Da dauert ja eine Folge gefühlt 6 Stunden. Wer hat die Zeit? Wer kann sich das alles geben? Es gibt zu viele Serien. Man hat ständig so eine FOMO, so eine, übersetzt kurz, Fear of Missing Out. Aha, du hast dauernd Angst, was zu verpassen. Du spürst dauernd so einen Druck, weil ja auch alles durchgebinged wird. Es wird nicht mehr so wie früher im Fernsehen ausgestrahlt. Wir setzen uns alle vor den Fernseher, gucken das und am nächsten Tag gehen wir auf den Schulhof und reden über die neue Colt Sievers-Folge oder so. Nein, wer am meisten Zeit hat, guckt am meisten Serien. Du, gerade hier bei uns bei Rocket Beans, kommt irgendeiner so und hat, die haben alle alles schon gesehen. Jeder kennt alles. Es gibt zu viele Serien. Ich habe eine Entscheidungsparalyse. Ich weiß nicht mehr, was ich gucken soll. Gucke ich Ozark, soll ziemlich gut sein. Ab der 3. Staffel wird's richtig gut. Oder gucke ich einfach noch mal alle Office US-Folgen. Ich weiß es nicht. Sind ja nur 9 Staffeln oder 10 Staffeln mit jeweils 30 Folgen oder so. Oder noch mal Friends abends zum Reingucken. Oder gucken wir die neue Marvel-Serie. Ja. Die soll auch ziemlich gut sein. Ich habe gehört, HBO hat mittlerweile eine richtig gute Serie. Da sind dann noch nicht die Doku-Serien drin. Da sind noch nicht Reality-Soap und irgendwelche Bachelor-Geschichten, die du mittlerweile alle auf Abruf kriegst. Es gibt einfach viel zu viel, Leute. Niemand braucht so viele Serien. Die Welt war besser, als es um 17.45 Uhr Matlock gab. Und noch irgendeine andere Serie. Weiß ich nicht. Derrick. Naja, schlechtes Beispiel. Es gibt. Der Alte. Wir haben den Absprung verpasst. Columbo oder irgendwie Dr. House oder sowas. Für 2. How I Met Your Mother oder so. Ihr wisst doch, was ich meine. Ja, wir haben den Absprung verpasst, ja, wo es eine überschaubare Anzahl an Sendungen gab, wo wir uns alle drauf einigen konnten. Das ist eine super Antwort. Und es gibt einfach zu viel davon. Gut. Ich möchte euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf ein kleines Abenteuer mitnehmen. Wir machen eine kleine Reise. Eine kleine Reise durchs Internet. Mhm. Ich weiß nicht, worauf habt ihr gerade Lust? Worauf habt ihr gerade Bock? Universum. Also, geile Serie. Universum? Mhm. Okay. Schwer zu bekommen. Wie wär's denn mit einem leckeren Erdbeereis? Boah, das wär's jetzt auch gut. Auch so ein herrliches, leckeres Erdbeereis. Erdbeereis super. Dann gehen wir einfach mal hier in den Browser rein und suchen einfach mal nach leckeres Erdbeer. Eis? Wie viele E's hat das? Das ist unglaublich. 4 E's? Es gibt viel zu viele E's. Das ist leckeres. Wörter mit zu vielen E's. Wir suchen einfach mal nach leckeres Erdbeereis. Oh, lecker. Lecker, das sieht lecker aus. Das sieht lecker aus. Dann klicke ich doch jetzt einfach mal auf eines hier. Cremiges Erdbeereis selber machen. Da klicke ich mal drauf. Oh! Was kommt denn da direkt in mein Gesicht? Das wollte ich auch. Da direkt in mein Gesicht. Ich will dieses leckere, schmackhafte Erdbeereis sehen. Aber direkt kriege ich einfach mal ein schönes Pop-up ins Gesicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es gibt zu viele Pop-ups. Ich habe ja nichts gegen Pop-ups generell. Es kann ja manchmal gut sein, da willst du den Hinweis bekommen, so funktioniert das Programm. Aber das hat überhand genommen. Ich lade mir ein neues Programm runter und ich muss mich erstmal 2 Minuten durch Pop-ups drücken. Hier ist die Funktion, hier ist die Funktion. Oft lese ich das gar nicht. Und dann klicke ich irgendwelche wichtigen Informationen weg, weil ich mir denke, ich will einfach anfangen. Auf jede einzelne fucking Webseite, auf die man heute geht, immer dieses Pop-up. Man kann nicht weiter, man hat irgendeinen Ad-Blocker, es ist irgendwie eine Paywall. Wer auch immer dieses fucking Tool erfunden hat, ist einfach die Geisel der Menschheit. Pop-ups, ständig ins Gesicht, auf dem Handy, WLAN gefunden, immer ständig alles kriegst du ins Gesicht und du kannst überhaupt nicht mehr das Zeug machen, was du willst. Es gibt einfach viel zu viele fucking Pop-ups. Einfach mal die Hälfte weg. Weg damit, sagst du? Ja, weg. Hm. Das ist eine rechtliche Sache, aber ja. Da muss man da sich das klären halt. Ja, das klären wir gleich. Ihr beiden wisst es, einige da draußen auch, ich bin Hundebesitzer.
Wenn mein Hund kotet, dann hebe ich diesen Kot auf und schmeiße den in den Müll. Machen das alle? Ich glaube nicht. Ich bin investigativ losgegangen. Ich wiederhole es nicht nochmal. Und habe einen kleinen Bericht eingeholt. Jeden Morgen mache ich so eine Runde. Dann gibt es so einen Grünstreifen. Und Grünstreifen, das Wort passt eigentlich schon lange nicht mehr. Denn was wir da sehen, das ist schockierend. Ich kann euch sagen, die Aufnahmen, die ihr jetzt gleich seht, die habe ich auf ungelogen 15 Metern Streifen gemacht. Ich habe natürlich nicht mehr den Moment einfangen können, als die Tat passiert ist. Hab versucht, das möglichst authentisch dann mit Tönen zu unterlegen. Wir schauen einfach mal rein, was ich da sehen musste. Grimme-Preis. Sie schauen Rocket Beans TV, meine Damen und Herren. Also ich bin jahrelang kam er versucht, aus der Kloake rauszudämpfen. Danke, Lars. Ich wurde geprägt im Medien. Ja, Furzgeräusche sind nicht witzig. Fuck you, sind witzig. Also. Wer hat denn da gesagt, dass sie nicht witzig sind? Ich bin mir sicher, ich bin bewusst darüber, dass es ein Phänomen ist, das hauptsächlich Städter betrifft, weil in der Stadt sind natürlich die ganzen Hundescheiße verteilt, auf dem Land weniger, ganz klar, aber ich möchte an euch Menschen da draußen sagen, votet trotzdem für mich, denn ihr werdet früher oder später mal einen Besuch machen in der Stadt und was macht ihr? Natürlich in Hundescheiße treten, man will sich irgendwie picknickmäßig auf den Rasen ausbreiten, geht nicht, alles voller Scheiße, man will irgendwie zu einem Date gehen, muss wieder zurück, weil du einfach nach Hundescheiße stinkst, weil du einfach nicht möglich und dann bist du auch noch in Kot getreten und du hast einfach nicht die Möglichkeit, dieser Scheiße zu entkommen. Es ist wirklich so, in der Pandemie 100% mehr Hunde als davor. Es wird einfach zu viel. Wir haben zu viel Hundekot auf den Straßen Deutschlands. Stark. Bravo. Die Frage ist, bist du nicht selber mitverantwortlich? Kurz mal investigativ nachgefragt. Er hat ja gesagt, er räumt selber weg. Räumt das selbst auf, genau. Ja, aber mehr Hunde ist gleich mehr Spuren. Nö, wenn du es aufräumst, dann passiert das ja nicht. Ich meine, ich will gar nichts sagen, wenn du mal irgendwo im Wald oder sowas den kacken lässt, dann lässt es natürlich, lässt es vielleicht liegen. Aber es gibt halt wirklich Leute, die lassen es auf der Straße teilweise liegen. Und auch die ihre fucking Schäferhunde kacken lassen. Und Schäferhunde haben halt so einen Oschi. Ne? Ich habe da jetzt irgendwie Chihuahua-Kacke abgefilmt. Aber das sind solche Dinger, die dann halt einfach da auf der Wiese rumliegen und ich muss daran vorbei, mein Hund will dran schnüffeln. Das heißt, deine Antwort ist jetzt, es gibt zu viele Leute, Hundekot, der nicht aufgehoben wird. Ja. Okay. Aber man muss sagen, das, was du da fotografiert hast, also ich als jemand, der nicht Hundebesitzer bin. Wir können das später nochmal angucken. Ich als jemand, der nicht Hundebesitzer bin, mir fällt sowas natürlich vielleicht sogar noch mehr auf, weil ich natürlich mich davon noch mehr vielleicht getriggert fühle. Ja. Und das war ja jetzt so ein klassischer Hundestreifen. Ne? Also es gibt ja in jeder Stadt gibt es so diese grünen Streifen, wo du als normaler Mensch eigentlich weißt, okay, ist vielleicht nicht ursprünglich so gedacht gewesen, aber hat sich einfach dahin entwickelt, dass das eine Hundekackwiese ist. Ich muss sagen, mich hat das auch immer gestört, gerade wenn man in Hundescheiße, das ist so nervig, es ist so ätzend und man kriegt es einfach eine Stunde lang nicht weg und dann stehst du am Bordstein ran und machst da irgendwelche Bewegungen und die denken, du übst Moonwalk oder das ist demütigend. Am Ende sitzt du doch über der Badewanne und nee, ich muss sagen, es hat sich eigentlich, finde ich, ganz gut entwickelt. Ich sehe, weil erstens die Gesetze strenger geworden sind. Du musst es ja gesetzlich wegmachen. Und ich bin immer wieder erstaunt, und das ist ein Grund, warum ich keinen Hund habe, wie oft ich Hundebesitzer mit diesen, die haben dann schon am Gürtel, haben sie ihre Plastikbags und machen so mit einem Griff, machen sie, ich sehe so oft die Leute das weg. Und dann denke ich immer so, Civilization. Ist besser geworden, ne? Kurze Frage, ich kenne mich mit Hunden nicht gut aus, aber koten die denn überall hin oder nur auf eine Wiese? Grundsätzlich überall, aber mit Vorliebe auf Wiesen. Manche mögen es auch, wenn es so kitzelt am After. Okay, das heißt, wenn ich mich von Wiesen fernhalte, bin ich eigentlich safe. Nicht. Soweit. Genau, wenn du keine Lust auf nee, bist du eben nicht, weil ich gesagt habe, wir scheißen überall hin. Ne? Gerade in Berlin, in Hamburg sind wir ja noch Luxus. Zieh mal nach Berlin, du warst ja in Berlin, in Kreuzberg, da ist alles voller Hundescheiße auf der Straße. Ja, da ist auch viel Menschenscheiße. Überall alles voller Kot. Und das ist besser, also glaubst du, ich hab's platziert? Nein, es ist nicht besser geworden, es ist schlimmer geworden, es
dass alle 20 Zentimeter findest du wirklich einen Hundekot. Du achtest natürlich nicht drauf. Ich habe da auch nicht drauf geachtet als Nicht-Hundebesitzer. Aber mich stört es halt umso mehr, weil dann Leute mich angucken und denken, der hat doch bestimmt da hinten hingeschissen. Also der Hund. Und dem ist nicht so. Deswegen regt mich das besonders auf. Und die Strafen juckt offensichtlich keine Sau. Was kann man dagegen machen? Wie kann man dagegen vorgehen? Kontrollen. Es wird ja nicht kontrolliert. Ach so. Also wenn du DNA-Spuren hast, wirklich DNA-Spuren? Natürlich. Naja, du musst da Leute haben, die im Busch sitzen und gucken. Es gibt dann, das wird dann observiert. Ich kenne jemanden, aber. Ja, naja, es wird. Darfst du die Identität nicht preisgeben oder wem? Aber kommen wir zu euren Sachen. Naja, also wir haben ja richtig gute Antworten gegeben. Mhm. Serien, ja, da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber, weil das ist ja einfach schon echt alles selbsterklärend. Es gibt davon einfach zu viele. Ich wollte aber lieber noch mal, du hattest gesagt. Pop-ups, ja. Pop-ups, genau. Und ich hatte selber über diese Cookie-Bestätigungsgeschichte nachgedacht, aber dann ist mir schlagartig bewusst geworden, das ist halt eine rechtliche Sache. Viele Menschen haben ja jahrelang dafür gekämpft. Du, ich sag auch nicht, dass diese Cookies, nicht dass diese dafür. Cookies nicht mehr einfach illegal im Hintergrund von uns gespeichert werden, sondern nur mit meiner Zustimmung. Aber kein Mensch kann ehrlich sagen, dass das eine gute Lösung ist, wo du, wenn aber du sie ablehnst, da erst durchscrollen musst. Florentin, das ist ein echt, du hast einen guten Punkt gebracht. Das ist so nervig. Ja. Mit diesen Pop-ups, oder? Oh, Mann, ich will, dass es endet. Alles klar. Plugin installiert. Es endet. Nee. Problem vorbei. Von mir aus Problem vielleicht diese Pop-Up-Blocker. Aber das Problem ist, ich rede ja von allen möglichen Pop-Ups. Das ist ja das Ding. Wenn es nur diese Datenschutzsachen wären mit den Cookies, okay, von mir aus. Aber ich habe mittlerweile das Gefühl, jedes Programm, das man runterlädt, egal welches Textverarbeitungsprogramm, irgendwas, hat ständig 100 Pop-Ups. Damit du einfach mal, bis du anfängst, musst du dich durch 20 Pop-Ups klicken. Nee, jedes Videospiel, deine jedes illegalen Torrent-Seiten, immer überall, auf denen du irgendwie überall, wenn du da irgendwelche Gina Wild-Torrents runterlädst vielleicht, auf modernen Seiten, auf den Seiten, auf denen ich surfe. Doch, ständig Newsletter, bam, auf der einen Seite. Cookies. Wollen Sie da mitmachen? Cookies, Umfrage, Bullshit Plug-in. Und so. Also, Plug-in nee. Und fertig. Einfach vorbei. Ja gut, Problem, bei deinem Problem vorbei. Kann man sich auch gut entziehen, Geld nicht raus. Ja gut, alles klar. So, ich bin die letzten 5 Jahre, hatte ich kein Problem damit. Ähnliche Einschränkung ist, bei, aber Serien, die muss ich sagen, Serien, also, gute Antwort. Nee. Also, es kann nicht, von geilen Sachen kann es nicht genug geben. Und es gibt eben doch, viele verschiedene Leute, die unterschiedliche Geschmäcker haben. Und dann der eine mag Squid Game und dann würdest du dich ärgern, dass irgendwie jeden Abend um 17.15 Uhr kommt Squid Game. Du hast ein halbes Jahr lang keine Serie, die du gucken kannst. Heutzutage ist es so, dann guckst du halt eine der anderen 10.000 guten Serien. Es gibt verschiedene Geschmäcker und von geilem kann es nie genug geben. Da ist eine gute Antwort. Es gibt, ich kenne das natürlich auch. Man, vor allem das Problem ist, dadurch, dass es so viele Serien gibt, hat man so wenig Selbstbewusstsein in jede Serie. Man schaut die Serie an und du weißt, alle 100.000 anderen blinken. Ja. Und du denkst dir jede Minute, ist die gut genug? Ist die gut genug? Ist die? Und du, auch nur du kannst es nicht genießen, weil du dir immer denkst, na, ich habe andere 5 empfohlen. So, es ist wirklich furchtbar. Das Ding ist, auch dafür gibt es eine gute Lösung, denn ich glaube, es gibt fantastische Sendungen, zum Beispiel auf Rocket Beans TV, die dir einfach eine gute Vorauswahl geben, die dir Empfehlungen geben, wo wirklich sachverständige Leute sich Serien angucken, damit du es nicht tun musst. Tolle Format. Butterbinge auf Rocket Beans TV, ja. Jeden Donnerstag, 24 Uhr. Aber super Format. Ja. Es zeigt aber auch, da kann man aber es zeigt dann auch, warum gibt es dieses Format? Ja. Weil du brauchst jemanden, der das kuratiert. Weil es geht einfach nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Wir können das nicht mehr selber kuratieren. Wir können es nicht mehr auf unsere Freunde verlassen. Es gibt zu viele. Und ich bin echt der Meinung, es kann zu viel geilen Scheiß geben. Nämlich dann, wenn du genau weißt, dass du all diesen geilen Scheiß nicht mehr genießen kannst. Ja, folgendes Problem. Das Problem von zu viel Guten ist nie das Gute, sondern du selbst. Wenn du es schaffst, selbst einfach zu akzeptieren, ich muss nicht alles Geile sehen, alles Geile essen und jedes Land gesehen haben. Ja, dann bist du stärker als ich. Ja, dann bist du der größere Mensch. Du, nein, ich will gar nicht sagen, dass ich mich da frei machen kann, aber das ist kein Problem. Wir sprechen ja gerade über gesellschaftliche Probleme und das ist ein Problem, das einfach bei einem selber liegt und das man bekämpfen kann. Die Frage ist natürlich nur, gibt es zu viele Serien oder sind sie zu einfach verfügbar? Weil ich meine, du hast vorhin auch schon viele Serien aufgezählt, irgendwie, klar, Friends, Columbo, MASH, irgendwie, da gab es auch viele Serien, aber du musstest dir halt extra die DVD kaufen. Ist nicht die Verfügbarkeit eher das Problem, nicht die Anzahl. Mit Sicherheit, das würde ich aber trotzdem als mit... Möchte ich gar nicht sagen, das ist ein Das gehört da halt mit rein. Ja. Natürlich, wenn es sau viele Serien gäbe, aber man könnte sie nicht gucken, wäre das natürlich ein bisschen eine blöde Antwort. Ja. Es ist natürlich die Zugänglichkeit zu vielen Serien. Ich dachte, das ist impliziert in dieser Antwort. Es gibt eigentlich zu viele Plattformen und es würde reichen, wenn es nur Netflix gäbe, oder? Auch bei, selbst wenn es nur Netflix gäbe, würde ich schon
die Behauptung stehen lassen, dass es zu viele Serien gibt, weil bei Netflix kommst du auch schon. Ich habe noch nicht mal die ganzen Animes. Ich bin nämlich in letzter Zeit habe ich versucht mal ein bisschen Anime-mäßig. Oh ja, was hast du reinzukommen? Ich habe mir Demon Slayer habe ich mir reingezogen. Geil. Ja, und dann habe ich festgestellt, es gibt schon 4 Staffeln, glaube ich, von Attack on Titan. Und habe ich gemerkt, und dann gibt's noch hier Castlevania, dann gibt's hier diese League of Legends Serie Arcadia oder wie die heißt? Arcane. Keine Ahnung. Wer soll es alles gucken? Es gibt zu viel. In jedem Genre gibt es 1 Million Serien. Ich kann es nicht mehr gucken. Und das Problem ist, du hast vollkommen recht. Man kann ja sagen, dem muss man sich ja nicht anschließen. Aber es kommen ja ständig Leute zu dir und sagen, ey, wie fandst du das Staffelfinale von Better Call Saul? Und dann stehst du da und denkst, sagst du, habe ich nicht gesehen. Ey, ich bin noch in der 3. Staffel. Und du kannst die Enttäuschung, die Leute sind enttäuscht. Die suchen sich direkt den nächsten Ansprechpartner, weil irgendwo steht einer, sagt, ich hab's gesehen, war richtig geil. Die Person geht weg von dir, spricht mit der Person, die Better Call Saul 6. Staffel geguckt hat, und du bist einsam. Zu viele Serien machen einsam. Ja, und du kaufst dir dann einen Hund, und wo das hinführt, hast du ja gesagt. Ich glaube, du brauchst bessere Orientierung. Vielleicht brauchst du bessere Freunde, auf die man sich verlassen kann, wo du weißt, okay, wenn der mir eine Serie empfiehlt, dann ist sie wirklich gut, dann lohnt sich das. Und wenn nicht, du brauchst, glaube ich, mehr Filter in deinem Leben, Etienne. Dieses ganze Eingeprassel von stimulierenden Sachen immer auf allen Richtungen, ich glaube, das tut dir nicht gut, Etienne. Bist du wirklich erst bei Staffel 3? Better Call Saul? Warte kurz, ich muss schon kurz meine Nummer lesen. Ja, aber die 4 ist doch so, aber Eddie, die 4 ist doch so geil bei Better Call Saul. Hast du die 4. noch nicht gesehen, oder was? Ja. Ja, ihr seid dran. Es ist die Frage, wovon gibt es zu viel, wovon es definitiv niemals zu viel gibt. Seid ihr? Stimmt. Jeder ist willkommen, schön, dass ihr da seid. Und jeder von euch kann eine Stimme abgeben. Und zwar in 3 verschiedene Urnen könnt ihr sie werfen. Wessen Idee ihr am besten hier fandet? Serien, Pop-up oder Code? Wovon gibt es zu viel auf dieser Welt? Und vielleicht können wir ja mit unserer kleinen, bescheidenen Sendung einen kleinen Anstoß geben, die Welt ein kleines bisschen besser. Das fände ich schön. Das fänden wir auf jeden Fall. Finde ich auch klasse. Ja. Finden wir auf jeden Fall richtig gut. Ich überlege gerade, ob man das auch kombinieren kann, weil du hast ja jetzt schon Serie, Netflix, hast du eine Lösung gefunden, nur noch eine Serie. Können wir nicht Salz auf den, den Code werfen, damit der ausgetrocknet ist und irgendwie gegen die Pop-Ups vorgehen mit Eistee? Oder irgendwie eine Serie schreiben, die Salz hauptsächlich beinhaltet? Also eine Serie über Salz? Ja. Verschiedene Salzkörner? Ja, die dann so, also du meinst dann so, die so ein Gesicht haben und so rumtanzen und so, und dann regnet es und dann immer, lösen die sich aus. Ganz genau. Ja, das ist der Bösewicht vielleicht. Oder sie alle leben in so einem Streuer. Ja! Und dann immer, und dann wissen sie nicht, falle ich raus oder nicht, oder darf ich noch weiter hier leben? Nee, das geht mir zu weit. Okay, das finde ich. Das fand ich eigentlich gut. Ich finde ein bisschen Quatsch. So, haben wir ein Ergebnis unserer Auswahl. Der 2. Punkt möchte vergeben werden. Den 1. hat sich Etienne Gade schon unter in sein T-Shirt gesteckt. Wo geht der 2. hin? Und es sind die Pop-Ups tatsächlich. Völlig richtig, Leute. Vielen Dank. Da würde ich jetzt mal gerne Vertrauen wissen. Die Pop-Ups, es nervt, es sind so viele. Hätte man den Vote nicht noch 5 Minuten länger. 5 Minuten länger. Ein Schwachsinn hier. Dann wäre das ein anderes Ergebnis gewesen. Leute, es gibt zu viele. Es gibt zu viele Pop-Ups. Man könnte sie, es ist ja technisch. Du kannst ja einfach, irgendjemand drückt irgendwo auf den Knopf, wir sind alle weg. Weißt du, was mich richtig abfuckt im Bereich, es geht in einen ähnlichen Bereich, es gibt Pop-Ups, die erst so 1-2 Sekunden, nachdem man auf der Webseite ist, kommen und die gesamte Webseite runterschieben. Ja. Zum Beispiel, ich glaube, beim Kicker ist das so, du willst auf die Tabelle klicken und du klickst drauf und in dem Moment rutscht es runter und du bist irgendwie bei Stützstrümpfen gelandet und die denken sich, oh geil, wie viele Leute wieder unsere Stützstrümpfe hier anklicken. Was ich letztens gesehen habe, ihr kennt ja wahrscheinlich so Artikel mit Paywall. Verzögerte Pop-Ups. Ja, ihr kennt ja so Artikel mit Paywall, wo irgendjemand auf Twitter postet einen Artikel, irgendwie hier alle Antworten auf alle Fragen, hier ist, was du denken sollst über politische Themen. Du drückst drauf, du hast Zeit, den ersten Satz zu lesen und erst dann kommt die Paywall. Und dann blurrt es so weg. Ich glaube, die machen das absichtlich. Die machen das absichtlich. Das könnte schneller laden, aber weil du den ersten Satz schon gelesen hast, denkst du dir jetzt, ah, ich will da weiter und es ist furchtbar, es ist schrecklich. Und die blurren die Sätze so aus mittlerweile. Ja, der Satz wird immer weniger, so wie bei Zurück in die Zukunft, wo das auf dem Foto die Leute langsam verschwinden. Verschwindet der Satz so langsam. Und die werden auch drauf gedrillt, die Sätze so zu schreiben, dass keine guten Infos in den ersten 2 Sätzen sind, so damit du zahlen musst, um den. Also, sie schreiben nicht so, das ist das Geheimnis von Boris Becker, dann steht nicht im ersten Feld die Lottozahlen, bla bla bla, sondern dann steht so, das Geheimnis von Boris Becker und. Ja, furchtbar. Ja. Ich glaube, um Journalismus müssen wir uns bei einer anderen Folge kümmern, aber da haben wir, glaube ich, auch einige Themen, die wir hier erklären können. Ja, wir sind. Also ab jetzt habe ich nur noch Crap. Und damit kommen wir zur Runde Nummer 3.
Das ist wirklich so, ey. Lächerlich. Ja, hier sitzen drei junge Herren, die in ihrem Leben noch nie in einem Bewerbungsgespräch waren. Oder? Das ist in der Tat. Stimmt. Ja, das stimmt nicht ganz, aber in also wenigen. Ich hatte noch nie ein Bewerbungsgespräch. Ich hab geklärt. Du hattest noch nie ein Bewerbungsgespräch? Nee. Was hast du denn vor deiner On-Air-Karriere gemacht? Gar nichts, gar nichts. Du bist direkt gleich rein und bam. Ja. Ja. Ja, gut. Du hast du schon, wo hast du ein Bewerbungsgespräch? Also ich habe ja auf verschiedenen Seiten Bewerbungsgespräche gemacht. Ich habe ja Bewerbungsgespräche gemacht als ja, Arbeitnehmer und als Arbeitgeber. Oh, du kennst beide Seiten des Tisches. Mhm. Lars? Ich habe bei der Rhein-Neckar-Zeitung auf jeden Fall Bewerbungsgespräche gemacht. Und ansonsten eigentlich auch nicht, ne? Ihr bei einer Kneipe oder so vielleicht. Ihr hattet vielleicht auch schon mal ein Bewerbungsgespräch vor euch und ihr fragt euch natürlich, was soll ich machen, wie soll ich da reingehen, wie habe ich eine Chance rauszustechen, was soll ich am besten machen? Und dafür sind natürlich wieder hier in der dritten Frage, die da lautet, was ist der beste Trick, um beim Bewerbungsgespräch zu punkten? Einfach, simpel, wenig Kompetenz erforderlich, ein einfacher Trick, ein Hack, um das Bewerbungsgespräch in die richtige Richtung zu lenken. Gut, dann machen wir das mal. Dann machst du mal den Arbeitgeber. Okay. Will Florentin bitte? Florentin, ja. Herr Florentin. Hallo. Will. Guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Okay. Ich habe jetzt so 30 Minuten eingeplant fürs Gespräch, dann muss ich los. Ich habe noch einen Termin. Ach, Sie haben noch einen Termin? Ja, genau. Ja, wo geht's denn hin? Ah, ich habe noch viel zu tun. Ich mache irgendwie gerade mit meinen Freunden mache ich so eine Website und eine Website. So ein, ja, aber so ein paar Ideen, was wir irgendwie uns überlegt haben, irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit Bäume zu pflanzen irgendwie so. Also dass du so für jeden Einkauf automatisch Bäume pflanzt für einen Teil des Geldes, so dass du da einfach gar nicht mehr dran denken musst, sondern das ist einfach Teil von deiner Shopping-Routine. Das klingt nicht schlecht, aber darf ich fragen? Sie haben sich jetzt hier in der Försterei Bad Nauheim beworben. Sie wissen, dass wir uns spezialisiert haben auf das Roden von großen Waldflächen. Absolut. Und ich versuche immer, einen Schritt weiter zu denken. Also ich versuche immer zu überlegen, was kommt als nächstes. Weil ich bin ein Mensch, der in die Zukunft schaut. Also ich versuche natürlich auch, das Geschäftsmodell nicht nur zu nutzen, sondern auch langfristig rentabel zu machen. Ja. Weil was machen Sie denn, wenn alle Bäume gerodet sind? Haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht? Nächster Wald. Und dann? Nächster Wald. Ja, und dann? Nächster Wald. Ja, aber was ist, wenn kein Wald mehr da ist? Wo kommt dann das Geld her? Und dann haben Sie ein Problem. Dann haben wir gewonnen. Dann, Moment mal, Sie sehen die Bäume als Ihre Feinde an? Ja, so meinte ich das nicht, aber dann haben wir viel Profit. Also nee, wissen Sie was, Herr Gade, das ist nicht meine Firma. Bitte. Wissen Sie was? Das ist nicht meine Firma. Das ist nicht meine Firma, das sind nicht meine Prinzipien. Ich kann auf Ihren Job verzichten. Bleiben Sie bitte. Bitte, ich bitte Sie, Herr Will. Es war nur ein Scherz. Sie haben den Job. Dankeschön. Er hat den Job, weil es einfach... So, was haben wir hier gerade gesehen? Was haben wir gelernt? Erklär es uns bitte, was ist hier psychologisch gerade passiert? Ich hatte das Gefühl, am Ende bewerbe ich mich bei dir, dass du den Job nimmst. Und warum? Weil ich von Anfang an Dominanz gezeigt habe. Mhm. Und wie habe ich das gemacht? Durch einen einfachen Trick. Und zwar habe ich das Hierarchieverhältnis sofort auf den Kopf gestellt. Ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, ich habe so eine halbe Stunde eingeplant für das Gespräch, danach muss ich los. Ja, ich habe sofort gesagt, du verbrauchst ja auch meine Zeit, ja? Nicht nur ich deine, sondern du verbrauchst auch meine Zeit und ich habe danach noch einen wichtigen Termin. Das heißt, mein Trick ist, Dominanz zeigen und dem anderen erstmal klar machen, dass die eigene Zeit limitiert ist und man sagt so Sachen so wie, ja, wir machen jetzt so eine halbe Stunde oder so und dann muss ich los. Ja? Dominanz sofort und der andere hat sofort ein anderes Mindset und versucht so, ah, okay, gut, dann muss ich so und ist sofort dem anderen unterstellt und denkt sich, ah, okay, dann muss ich jetzt ein paar Fragen stellen. Sofort von Anfang an die Dominanz umdrehen, alles ist umgedreht, überhaupt kein Problem mehr. Er will jetzt, dass ich seinen Job annehme. Ja, okay, wie lange noch? Das. Ich als zweites? Ja. Stark. Stark. Schneller Pitch. Was ist das schon? Nee, ich muss gerade das vorbereiten. Super weird rüberkommen. Nein, ich spiele erstmal noch nichts nach. Ich wollte nur, liebe Leute draußen, natürlich gelten die ganzen Tricks. Seid ihr selbst, seid natürlich, versucht souverän und selbstbewusst aufzutreten, nicht zu aufdringlich, nicht zu dominant natürlich. Das sind die gängigsten und auch wichtigen und richtigen Tipps beim Bewerbungsgespräch. Aber versucht, dass eine Sache deutlich wird, dass ihr Kontakte habt.
Denn in den fast allermeisten Berufen sind letztendlich Kontakte gefragt. Ihr sagt, oh, was soll denn der Handwerker mit Kontakten? Ja, tatsächlich, wenn sich ein Handwerksgehilfe bewirbt bei einer Handwerksfirma und eben sagt, ey, ich habe übrigens Oma Gerda, Tante Villa, der Herr Sommerbraun und die Frau Schwitzel, die haben alle schon mich angefragt, ob ich nicht deren Küche machen will. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe noch nicht die Materialien, aber ich bin bald da. So, das schon mal ein bisschen immer mal wieder droppen, zu zeigen, ich habe Kontakte, irgendwie meine, ich habe 30 Geschwister, die wollen alle irgendwie meine Frisur, wollen alle, dass ich die Frisur mache, weil ich das auch gerne mal hobbymäßig mache. Kontakte zeigen. Medien sowieso, ja, ich habe hier mit RTL schon was gemacht, Pro7, alles klar. Und damit das auch deutlich wird, immer so ein bisschen subtil droppen, weil ihr solltet nicht zu dominant auftreten, in dem Fall subtil droppen. Und dann ganz zum Schluss kommt der von mir genannte Kartenspielertrick. Und der geht so. Ihr wollt euch verabschieden von eurem zukünftigen Arbeitgeber. Und dann macht ihr das so. Zum Beispiel, Florentin, willst du mal ein bisschen aufstehen? Okay. Ja, ja, Herr Pausen, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja. Und dann sparen wir uns aus dem Nächsten. Oh. Oh. Man sieht's nicht mehr. Oh, da ist Ihnen, Sie haben was drin. Ach so, das, drin. Sorry. Das sind meine Visitenkarten. Von den potenziellen Kontakten, die ich habe. Oh, das, ich wusste gar nicht, dass Sie Visitenkarten haben. Wissen Sie was? Das ist ja. Behalten Sie die. Die kann ich alle behalten? Können Sie alle behalten. Aber. Nee, nein, nicht! Okay, sorry, aufstehen! Du hast natürlich recht, ja, ich wollte nur kurz zeigen, dass das okay, das war mein Pitch. Echte Visitenkarten hier sind. Du hast deine private Handynummer auf deine Visitenkarte gemacht. Natürlich, was ist das? Auf, zeig das jetzt nicht! Okay. Ja, was soll er denn sonst machen? Da? Hä? Ja, ich habe ein Business, ich nehme mein Business Apple Handy und dann mein iPhone, Business iPhone und dann kann ich da auch meine Nummer drauf schreiben. Also, das war der Kartenspielertrick. Moment, der Trick ist Karteikarten, Visitenkarten dabei? Zum Schluss noch. Nein, die ganze Zeit zu zeigen, dass man Kontakte hat und zum Schluss auch noch den Beweis anlegen, alles voller Visitenkarten. Ach so, okay. Ja, sorry, das sind meine Kontakte. Gut. Stark, auch stark. Ja, gefällt mir gut. Ich kann es, glaube ich, relativ schnell machen. Ich habe ja eben schon gesagt, ich mach's doch nicht schnell. Ich habe ja eben gesagt, ich kenne das Bewerbungsgame sozusagen von beiden Seiten. Ich musste damals, ich habe mich bei einer Werbeagentur beworben, bei der Uni beworben, bei Giga beworben, bei Game One beworben. Es gab immer wieder Sachen, beim Podcast UFO habe ich mich beworben. Und ich habe, die kenne die Seite, die eine Seite und natürlich als Arbeitgeber. Als Arbeitgeber. Welchen legendären BTV-Mitarbeiter hast du eingestellt? Tim Heinke. Oh, okay. Hat sein Vorstellungsgespräch bei mir gehabt. Frag mich mal, welchen legendären ich abgelehnt habe. Welchen legendären potenziellen RBTV-Mitarbeiter hast du abgelehnt? Marion. Und, ja, egal. Noch andere. Ja, da haben wir einfach, da war einfach klar, der Junge hat's nicht. Hat sich bewiesen. Hey, Flo. Er weiß, dass ich ihn liebe. Alles cool. Tatsächlich kenne ich aber, weiß, auf was man achtet als Arbeitgeber. Und ja, natürlich ein Zeugnis. Heutzutage, wo jeder Photoshop hat ein Zeugnis, jeder war auf Harvard. Wer hat nicht in Princeton studiert? Das ist doch ganz klar. Irgendwelche Connections, was du gesagt hast, na gut, irgendwo ein Praktikum gemacht und jeder hat schon für irgendwas. Du gehst auf Xing, du gehst auf LinkedIn, du guckst dir an, wo die Leute gearbeitet haben. Jeder ist Head of irgendwas und hat schon irgendwas gemacht und so bla bla bla. Das bleibt alles nicht hängen. Zumindest nicht in unserer Branche. Vielleicht in anderen Branchen, aber in unserer Branche nicht. Was hängen bleibt, was wirklich Eindruck macht, was du niemals vergisst, was den Unterschied ausmacht, ob du den Job kriegst oder ob du einer von 100.000 Bewerbern oder Bewerberinnen bist, ist der Geruch. Parfüm. Parfüm. Ja. Ich weiß, es klingt banal. Ey, das ist ja, was die Antwort so gut macht. Erinner dich, Florentin, erinner dich jedes Mal, wenn du einen Menschen getroffen hast, der gut, außerordentlich gut geduftet hat. Außerordentlich gut geduftet hat. Und ich rede nicht von hier diesem Fragrance Boy oder so, wo es zu viel ist, wo du sagst, sondern du denkst nur, es gibt diese Begegnung ganz selten im Leben, aber es gibt sie. In der U-Bahn, irgendwo ein Kollege läuft vorbei und du denkst einfach nur so. Sauber. Wow, weißt du noch, wie Tim Heinke gerochen hat? Nach Rosen.
Das hätte ich auch gedacht. Nach bachblütigen. Ja, Bachblüten, ne? Bachblüten. Ja. Blutenden Bachblüten, ja. Und es ist. Es bleibt in der Nase und die Person geht. Du hast vergessen, was, wo sie studiert hat, was für ein Zeugnis sie hatte, wie viel Berufserfahrung sie hat. Aber abends liegst du im Bett und du möchtest es noch einmal. Und du denkst dir so: Ich könnte mir vorstellen, dieser Person, dass diese Person Geschäftsführung bei uns übernimmt. Mhm. Und wonach hat Varion dann gerochen? Dass er nicht genommen wurde? Möchte ich jetzt nicht. Er hatte sich eingenässt. Oh. Nein, Varion hat auch sehr gut gerochen. Es lag tatsächlich, ultimativ habe ich nicht das letzte Wort gehabt bei dieser Entscheidung. Möchte meine Hand in Unschuld. Und du stellst keine Leute ein, die lustiger sind als du. Das ist natürlich stark. Ja, deshalb hast du den Job. Gut. Auch stark. Alles stark. Florentin. Ich würde Folgendes behaupten. Parfüm. Das Schauspiel, das du uns dargeboten hast, ne? Wenn du so in ein Bewerbungsgespräch gehst, ich würde sagen, 95% absagen. Und zwar nach, kann gut sein, ja. Kann gut nach sein. 10 Sekunden ja. Absage. Es ist ein riskantes und ja. in ein Bewerbungsgespräch geht und sagt, eigentlich habe ich gar keine Zeit für dieses Bewerbungsgespräch, ist bei 99% aller Leuten raus. Du hast es leicht falsch verstanden. Hat es richtig nötig, dich einzustellen, weil keine Sau bei ihm arbeiten will. Und der stellt dich ein. Genau. Wenn das dein Ziel ist, bitteschön. Deswegen ist ja auch die Botschaft nicht, ich habe keine Zeit für das Bewerbungsgespräch, sondern ich habe so viel vor, so viel in meinem Tagesplan, dass ich mir einen gewissen Teil meiner Zeit reserviert habe für das Gespräch. Ich sag, mach eine halbe Stunde, mach eine Dreiviertelstunde, so viel Zeit habe ich, passt es für Sie? Kannst du auch nachfragen. Ich habe mir jetzt eine halbe Stunde freigenommen, ist das okay für Sie? Oder brauchen wir mehr? Einfach nur, damit du weißt, okay, wie aber passt das? Ist doch, damit der andere weiß, du machst jetzt nicht irgendwie faulenz den Rest des Tages, sondern du hast einfach noch andere Termine. Aber es geht darum, dass man mit seiner Zeit sorgsam und aufmerksam umgeht. Ja, aber das ist eine Frage der Priorisierung. In dem Moment stellst du andere Sachen offensichtlich über diesen neuen Job. Und da frage ich dich, wenn du so reinkommst und dann sagt der potenzielle Arbeitgeber zu dir, ja, wir wollten Ihnen eigentlich noch die Facilities zeigen, aber dann dann sagst du, ja, okay, dann rufe ich kurz an. Dann ruderst du, du kannst jetzt nicht zurückrudern. Wenn du so einsteigst. Halt mich zurück. Wenn du so einsteigst, dann kannst du nicht mehr zurück. Es ist eine riskante Strategie. Du hast gesagt, du willst dominant auftreten. Ja. Und jetzt, wo ich ein gutes Argument gegen dich gebracht habe, fängst du an, nee, ich könnte auch sagen, hey, sorry, nee, wenn ich eine Stunde bleiben soll, dann bleibe ich eine Stunde. Dann bist du nicht mehr dominant. Du hast gesagt, du willst Dominanz zeigen. Ja. Und das ist einfach das denkbar Schlechteste, was du machen kannst. Weil, wer sitzt denn da? Sitzt da irgendwie ein... Jetzt überlege ich, wenn ein Lars Paulsen oder so bei Rocket Beans und macht die Einstellung. Nee, so ein verweichlichter Typ, der sitzt da nicht. Da sitzen die Alpha-Tiere, da sitzen die Dominanzleute. Exakt. Da sitzt Etienne Gardet. Das ist die Sprache, die Dominanz-Typ will das. Ja. Der sitzt doch da und freut sich, ergötzt sich daran, dass da jemand kommt, der ihm untergeben ist. Und er kann ihn genauso, er kann Fragen stellen, er weiß, der ist aufgeregt und das liebt er. Wenn da einer kommt und sofort einen auf Alpha-Tier macht, denkt er, was willst du von mir? Ganz schnell kommst du arrogant rüber. Dieser Human Resources-Mensch, der so dominant und Alpha-Tier-mäßig unterwegs ist, was der erlebt. Den ganzen Tag kommen da kriechende Würmer ins Büro und sagen, hey, ich dort hier so gern arbeiten, bitte geben Sie mir Arbeit. So, die ganze Zeit Unterordnung, ja, ein nach dem anderen. Wenn der reinkommt, dann sagst du, so, pass auf, wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit, der Wagen läuft, der Motor läuft, ich muss gleich wieder los. Das ist mal was anderes. Das sticht raus. Nee, ja, nee. Und es ist ein riskantes Ding auf jeden Fall. Und es geht auch nicht, glaube ich, nicht bei jedem Job. Aber ich glaube, du willst als Arbeitgeber auch nicht jemanden, der nur für die Arbeit lebt. Du willst auch jemanden haben, der hat coole Hobbys, der macht andere Sachen, der holt sich Inspiration von draußen, der hat andere Sachen am Laufen und der kann coole Inspirationen in den Job tragen und nicht einen, der sagt, ja, ich habe jetzt den ganzen Tag Zeit. Ich finde überhaupt nicht. Also ich muss sagen, als Arbeitgeber würde mir schon jemanden wünschen, bei dem ich das Gefühl habe, der ist 100% committed, der identifiziert sich, der hat Bock auf den Laden, der will hier sein. Bei dir bekomme ich das Gefühl, du bist noch nicht 2 Sekunden im Gebäude, aber bist mit den Gedanken schon wieder bei deinen 10 anderen Projekten. Aber guck mal, jetzt bei Rocket Beans TV, da kommt so ein Varian und sagt so, oh, ich habe jetzt mir eine Dreiviertelstunde rausgenommen, dann habe ich Podcast-Aufzeichnung, dann mache ich noch irgendwie mit meinen Kumpels, spiele ich Theater und abends spiele ich so. Einfach so, wo du weißt, okay, der hat einen vollen Terminkalender, der hat Bock, der hat Sachen. Ich sag euch mal was. Die auch zu Rocket Beans. Varion saß im Casting, hatte 5 verschiedene Mützen dabei, 2 verschiedene Pullis und ich habe ihm eine Frage gestellt, habe gesagt, könntest du dir eigentlich vorstellen, einen Scherz zu machen? Da sagt der eine Varion, sagt so, ja klar, der sagt so, wie, jetzt sagst du ja klar, wann hast du denn da Bock drauf? Klar, der hat sich mit sich selbst eine halbe Stunde gestritten, was hätte ich denn tun sollen? Du bist krank. Ja. Also Florentin, so wird das nichts. Kann ich ja sagen, dann
irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Ich habe deine Antwort schon vergessen, weil sie so belanglos war. Das war einfach nur, du hast Visitenkarten von fremden Menschen im Ärmel. Kontakte. Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich glaube, du bist zu sehr in den Medien und Moderator und Schauspieler. Er hat den Boden Weil das, ja eben, er ist so bei den Stars so, du kommst als Schauspieler auf die Bühne und bist sofort irgendwie dominant. Ja, da kommt es gut an. Aber bei dem Volk da draußen, für die wir die Sendung machen, da ist das nicht das Richtige. Und deins war gut riechen. Unterschätzt es nicht. Eddie. Lass. Eddie, erstens, was ist denn gut riechen? Ich finde doch, dass ein Parfum gut riecht, dann sagst du, das riecht total eklig. Du sagst, du hast vom außerordentlich gut Parfum gesprochen, hast dann gleich aber gesagt, der Jeremy Fragrance, das wäre nichts für dich. Aber Jeremy Fragrance befolgt doch genau deinen Rat, nämlich Parfum zu tragen. Das Problem ist, du kannst den Geschmack nicht von jedem Arbeitgeber treffen. Das stimmt. Das kannst du nie. Das ist das Problem. Du kannst dann, aber hohes Risiko. Hohes das ist natürlich auch Jahre, das ist auch die Kunst des Gutduftens. Ja. Ne? Das muss man natürlich sich schon in gewisser Weise erarbeiten. Der Anfängerfehler ist halt, ich bewerbe mich ja gerade nicht. Ist gut, ja. Aber der Anfängerfehler ist natürlich, das zu viel zu machen. Aber es geht um dieses Subtile. Es geht um dieses, du willst nicht da reinkommen und da kommt eine Parfümwolke. Ja, du willst nicht direkt, dass da sondern es ist dieses, du merkst es, es kriecht in deine Nase, deine Nasenflügel, die wackeln ganz leicht. Die signalisieren dir, ich habe was wahrgenommen, ich habe was registriert. Dein ganzer Körper denkt nach. Der Typ erzählt dir, ja, und dann war ich im College und habe ja hier da und dann ein ausländisches Jahr im Ausland, freies Sozial. Und du laberst, das geht alles matt, du hörst es gar nicht mehr. Aber was ist deine Nase, deine Gedanken? Die sind einfach nur, wow. Gut, jetzt aber jetzt unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die haben jetzt morgen ein Bewerbungsgespräch. Was würdest du denn jetzt ganz konkret raten? Also welches Parfüm sollen sie kaufen? Wie sollen sie riechen? Es ist natürlich immer eine Typfrage und ich empfehle da auch ein bisschen rum zu experimentieren. Man muss natürlich was finden. Manche brauchen mehr diesen Moschus. Ja, manche brauchen vielleicht eher was Subtiles, was Süßliches, was Geraspeltes. Es ist ganz unterschiedlich, aber ich empfehle die Kollektion von Eau de la Nature. Teuer, aber dann hast du den Job. Ja, ich glaube, das Problem bei deiner Argumentation ist auch so ein bisschen, dass ich würde sagen, 90% aller Bewerber haben Parfum drauf. Davon sind irgendwie, also sagen wir mal, 10% haben zu viel. Zumindest in unserer Branche nicht. 10% haben zu viel Parfum drauf. Ja. 10% stinken wirklich nach Schweiß oder nach Scheiß. Aber der Rest hat halt okayes Parfum. Und damit stechen sie nicht hervor. Aber also, das ist ja der Geheimtipp. Wir suchen ja hier den Geheimtipp. Wir suchen ja nicht, was jeder weiß. Genau, ich hätte jetzt auch sagen können, eine gute Note, ist doch klar. Die Sachen, ich sag ja nicht, dass wenn du gut riechst, kannst du da wie der letzte Lulli hinkommen und kriegst den Job. Wir haben darüber geredet, was bringt das? Was ist der Geheimtipp? Ist doch nicht geheim zu sagen, dass du nicht nach Scheiße riechst. Erzählt hier, da fallen dir die Visitenkarten raus. Das ist doch einfach, das ist ein Slapstick. Okay. Das ist ein Trick. Und du kommst ja rein als super Macho, irgendwie als Alpha-Tier, der sofort nach 2 Sekunden sagt, er hat eigentlich keinen Bock. Leute, ich habe noch 10 Minuten, dann muss ich los übrigens. Aber ganz kurz nochmal eine Frage zu Lars. Kleiner Hack. Was willst du noch wissen? Nur damit ich es verstanden habe. Was dir dann aus dem Ärmel fällt, sind alles deine Visitenkarten oder die von anderen Leuten? Nein, also das Problem jetzt für diese Darbietung, ich habe nicht so viele Visitenkarten. Aber du musst natürlich dann deine Kontakte. Du hast dann da von Oma Gertrud und von dem Handwerker von dem Mann alle Visitenkarten, die du mal gesammelt hast. Die du geklaut hast irgendwo. Oder du druckst ein paar eine selbst. Frage. Die lässt du dann raus. Hast nicht deine eigenen. Jeder Mensch, den ich kenne, hasst Visitenkarten. Wie seht ihr das? Ja, der denkt ja, meine Visitenkarte landet irgendwann auch auf dem Schreibtisch, so wie tollpatschig der ist. Und dann ist meine Privatnummer im Fernsehen und werde ich angerufen live im Fernsehen. Nee, das hat man nicht gesehen. Visitenkarten ist doch auch echt so ein altes Ding, das gibt's doch gar nicht. Ja, die sollen es ja auch wegschmeißen, aber soll sehen, okay, der hat wirklich die Wahrheit gesprochen. Vorhin immer subtil was von Kontakten gesprochen. Ja, das ist schon ein starker Tipp. Das ist vor allem ein Geheimtipp. Alles andere, was wir bisher gehört haben, war halt so, ja, one-on-one. Seminar, stinkt nicht nach Scheiße und sei selbstbewusst. Okay. Das sind eure beiden. Gut, damit würde ich sagen, rufen wir auch zur Umfrage auf, welcher Tipp würde euch am meisten helfen? Ich bin gespannt, Zeit oder sowas würde ich meins nennen. Oder Dominanz, wir schauen mal. Die Umfrage beginnt jetzt. Wir haben einmal Parfüm mit Ü, Kartenspielertrick mit Karten und Dominanz. Mit dem Wort Dominanz, ihr wisst natürlich, wie es gemeint ist natürlich. Man sagt am Anfang kurz, ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, einfach als kleine Ansage. Ansonsten bin ich sehr gespannt, was es wird, wer von uns den Job bekommt in den Augen der Zuschauerschaft und wer nicht. Aber ich würde jetzt nochmal, während abgestimmt wird, ne, hier wissen, ihr zwei hattet nie hier ein Vorstellungsgespräch.
Wie war das denn? Ich bin ja nur wegen ihm gekommen. So. Ihr habt gesagt, wir wollen verflixte Klicks. Und dann hat er gesagt, ja, da müsste aber der andere Typ mitkommen. Habe ich gesagt, ja, da bin ich jetzt auch dabei. Also die richtige Story ist natürlich, dass ihr gebettelt habt, Seriously zu bekommen. Und dann habe ich gesagt, mich gibt's aber nur im Doppelpack mit Florentin. Ah. Du hast ihn rein, er verdankt dir alles. Ja, tatsächlich, das ist sehr, sehr nett. Nur wegen Lars. Lars hat mich mitgezogen, mitgeschliffen. Aber da muss es doch mal ein Gespräch gegeben haben, so Leute, wer seid ihr überhaupt? Ja klar, die haben mich eingeladen und mir hier den roten Teppich ausgerollt. Ganz klar. Michael Petrescu, Anja und ich, wir saßen unten auf dem Boden. Es gab wirklich keine Couch, wir saßen auf dem Boden. Ja, das waren noch andere Zeiten bei Rocky Beans, als wir noch keine Möbel hatten. Ja. Ja, bist du schockiert? Wir werden doch hier niemals angenommen. Wollen wir noch mal ein Bewerbungsgespräch machen? Einfach so mal alle fünf Jahre ein Bewerbungsgespräch. Das könnte ja auch negativ dann ausgehen und ich will ja nicht, dass ihr gehen müsst. Ja, wer die jetzt gehen muss, wer die Runde verliert, sehen wir hier. Oh, wenn die Antwort reinfliegen und es ist Parfüm! Ja, Mann, weil es nämlich, ich sag es euch, ihr werdet es nicht bereuen, ich meine es 100% ernst. Nicht zu viel, ein ganz kleines bisschen, hier ein bisschen, hier ein bisschen, nur so ein bisschen. Stark. Es darf nur so ganz leicht rüberkommen. Ja. Es ist ein Gamechanger. Ja. Es ist so. Ist wirklich genial. Ja, herzlichen Glückwunsch, gut gemacht. Und damit solltet ihr auch alle eure Jobs bekommen. Damit steht es 2-1-0. Das heißt aber noch lange nichts, denn ihr wisst es, unsere letzte Frage, die wichtigste Frage, die Pitchfrage, gibt 2 Punkte. Das heißt, hier ist noch alles drin, hier ist noch alles möglich. Wir ruhen uns jetzt erstmal ganz kurz aus, trinken einen Schluck Wasser, holen uns einen Bottich Salz und sind gleich wieder zurück zur großen Pitchfrage im Finale von Euro. Alles Mögliche, falls. 15 Kilo. Alles Mögliche, falls. Let's get ready to rumble. Herzlich willkommen zurück bei Alles Mögliche Fights. Es könnte spannender kaum sein. Wir schauen noch mal ganz kurz auf den Punktestand, den wir bis jetzt hier angesammelt haben in unseren ersten 3 Fragen. 3 Punkte wurden vergeben. Und es steht gerade 1-2-0. Aber das kann sich alles noch ändern in der Finalfrage, Runde Nummer 4. Ja, da geht es um unsere Pitchfrage und heute haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. 2 Punkte, ja. 2 Punkte für unsere Pitchfrage, da geht es heute um etwas ganz Besonderes. Denn, ja, wir reden hier den ganzen Tag, wir reden und hier Quatsch und bla 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 und hier Elektroschock und hihihihihi. Alles toll und lustig. Ja, aber erreichen wir dadurch was? Nein. Nichts. Verändern wir dadurch was? Nein, nicht. Nein, deswegen haben wir uns heute gesagt, das endet hier und jetzt. Und zwar wollen wir die Welt verbessern, verändern. Und deswegen haben wir uns als Pitch-Frage überlegt, pitche eine Petition. Ja, heute, wir buhlen natürlich nicht nur um eure Stimmen, um eure Votes im Chat, sondern auch um eure Unterschriften. Denn wir wollen die Welt verbessern. Bewegen, wir wollen sie verbessern. In welcher Form? Das erklärt euch Etienne Gade. Nun, ich möchte kurz sagen, einen kleinen Disclaimer und eine Triggerwarnung vorschicken. Mhm. Denn das Thema, dem ich mich jetzt hier annähre, ich weiß, es ist ein viel diskutiertes Thema, es ist ein kritisches Thema, es gibt viele Meinungen zu dem Thema, es ist dünnes Eis, auf das ich mich hier begebe, aber nein. Es muss einfach angesprochen werden. Oh nein. Es geht im weitesten Sinne auch, ja, um den Klimawandel. Oh Gott, da fällt hier der Eisberg um. Oder sollte ich besser sagen, um den Klimawandel. Okay, alles klar. Hier bin ich raus, ich will nicht auf Screenshots zu sehen sein. Nein, ich habe tatsächlich, glaube ich, eine Petition, die den Kampf gegen eben diesen Klimawandel sogar noch verbessern kann und gleichzeitig die Lebensqualität eines jeden Einzelnen verbessern kann. Dafür muss ich aber sozusagen ein Verbot fordern. Bitte setz dich. Warte, hör mir an. Nee. Ist eine gute Show, setz dich hin. Ich möchte eine Petition, die es verbietet, Strohhalme aus Pappe oder Papier anzufertigen. Jetzt werdet ihr erstmal sagen, Moment, das wurde doch gerade erst eingeführt 2019, um Einwegplastik einzuschränken. Und ja, ich gebe euch recht und ich sag auch nicht, es müssen wieder die Plastikstrohhalme sein. Da habe ich mich überzeugen von lassen. Es gibt Strohhalme aus verschiedensten Sachen. Es gibt sie aus zum Beispiel Nudeln, Glas. Es gibt sie aus mehrfach Metall. Platten. Was auch immer. Es gibt sie sogar aus Salz, aus Reis, Bambus. Aus verschiedensten Varianten. All das ist für mich durchaus denkbar. Aber ich muss mich hier entschieden wehren. Ich muss mich wirklich entschieden wehren. Papier und Pappe ist das Gegenteil
Es ist das Gegenteil von dem, was ein Strohhalm können muss. Es ist das absolute Gegenteil. Du baust auch keine Häuser aus Pappe, weil wenn Regen kommt, gehen diese Häuser kaputt. Genauso wie Strohhalme. Ja. Wenn du einen Strohhalm benutzt, der lange im Kaffee steckt oder im Eiskaffee, in der Cola. Es geht kaputt. Gerade wenn du zum Beispiel in so Deckeln noch drin bringst, die dann an der Stelle die Strohhalme auch noch einknicken. Sie gehen kaputt. Deine Zunge ist feucht. Deine Lippe ist feucht. Es geht nicht. Es muss wasserabweisendes Material sein. Papier und Pappstrohhalme sind keine Lösung. Ich sage, um einen Vorschlag zu machen, zugute, wir können Plastik woanders noch einsparen, zum Beispiel bei Chipstüten. Wir wissen alle, große Chipstüten, die Chips liegen hier, so viel Tüte. Wenn wir diese Tüte wegmachen und einfach nur noch das nehmen, dann holen wir das wieder hinten raus. Das ist ein konstruktiver Vorschlag, wie wir ein Nullsummenspiel, aber wir müssen uns nicht mehr quälen mit Papp- und Papierstrohhalm. Und ich sag's ganz ehrlich, ich bin bereit, wenn der Klimawandel kommt und Länder im Ozean verschwinden, ich bin bereit, die Niederlande einzutauschen. Mhm. Für das Wohl beim Trinken und den Trinkgenuss. Mhm. Ich habe fertig. Mhm. Also du willst die Plastikstrohhalme wieder zurück? Nein, ich habe ja... Hast du mir nicht zugehört? Ah, nee, hast ja den Raum verlassen. ich habe ja gerade... Du willst Papier weg, Ich habe ungefähr 5-6 Alternativen genannt. Ich habe gesagt, deshalb habe ich bewusst nicht gesagt, ich verlange... Es ist keine Petition für den Plastikstrohhalm. Aber du hast auch bewusst Ich habe Alternativen. Ich habe gesagt, wenn der Plastikstrohhalm zurückkommt, müssen wir das Plastik an anderer Stelle wieder einsparen. Ja, okay. Aber es ist extra eine Petition gegen Pappe- und Papierstrohhalme und nicht explizit für Plastikstrohhalme. Und was hat das mit dem Klimawandel zu tun? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, die Petition hat keine Chance. Das wird nie funktionieren, denn wir alle wissen, Petitionen bringen nichts. Bringt nichts. Politik hört nicht drauf, Wirtschaft hört nicht drauf, es bringt einfach nichts. Noch nie wurde irgendwas wirklich Sinnvolles, Politisches wirklich nur durch eine Petition umgesetzt. Vor allem nicht, wenn es um die wirklich großen Themen geht. Wir müssen da die Petition ansetzen, wo sie Sinn haben kann. Ich will eine Petition starten, die wirklich was erreichen kann. Denn Petitionen sind auch gefährlich. Petitionen sind auch so ein bisschen Pseudopolitik. Man macht da seine Unterschrift, macht da irgendwie ein Härchen, denkt, es hätte sich erledigt und es wird nichts. Nein, ich will eine Petition starten, die wirklich was erreichen kann. Die nämlich ein Problem löst, das fast gelöst ist. Es ist fast gelöst. Alle Elemente sind da. Sie sind nur noch nicht zusammengeführt, weil der Wille nicht da ist. Und wir können da ansetzen mit der Petition, wo es richtig wehtut. Denn es ist eine PR-Petition. Sie macht Druck auf einen Agenten, der auch auf PR angewiesen ist. Denn es geht um ein sehr, sehr sensibles Thema. Wir haben die Tweets alle gelesen von Vlesk, von allen verschiedenen Influencern, die sich darüber beschwert haben. Ja, es geht um das Ruheabteil im ICE, in Zügen, in deutschen Bahnen. Ruheabteil, ein fantastisches Konzept. Man kann in Ruhe seine Präsentation vorbereiten, man kann in Ruhe ein Buch lesen, man kann in Ruhe einen Podcast lesen. Es ist ein herrliches Konzept. Man sagt einfach, ja, ein kleiner Bereich des Zuges ist für die reserviert, die die Ruhe haben wollen. Die Realität sieht anders aus. Kreischende Kinder, Leute am Telefon, viel zu laut, essen, stinken, sind lachen, sind viel zu laut, nervt. Und man denkt sich, warum gibt es überhaupt einen Ruhebereich, wenn der nicht durchgesetzt wird. Und da setzt meine Petition an. Meine Petition heißt härtere Durchsetzung des Ruhebereichs vom DB-Personal. Denn es gibt deutsches Bahnpersonal und die laufen daran vorbei, wenn Leute Musik hören und telefonieren und sagen nichts, obwohl daneben ein riesiges Schild ist mit einem Handysymbol, das durchgestrichen ist. Würden diese Leute einfach sagen, Entschuldigung, sitze im Ruhebereich. Entschuldigung, zwei Abteile weiter gibt es einen Familienbereich für Sie und Ihre quäkenden Kinder. Dann wäre das in wenigen Monaten überhaupt kein Problem mehr. Weil die Leute, die sind laut, aber die wollen ja nicht stören. Die checken einfach nur nicht, dass sie im Ruhebereich sitzen. Deswegen braucht man das deutsche Bahnpersonal, die da einfach einschreitet und sagt, ja, das können wir machen. Und ist das unmöglich? Nein, überhaupt nicht. Wenn mir genug Leute diese Petition unterzeichnen und die Deutsche Bahn merkt, oh, das ist ein Anliegen, das Leute wirklich haben, dann wird das auch umgesetzt. Das ist ein Memo, das da gesendet würde und sagt, hey Leute, weist die Leute darauf hin, wenn sie laut sind und es ist kein Problem mehr. Man sitzt da und denkt sich, soll ich was sagen, soll ich was machen? Bin ich jetzt der Trottel, der irgendeinen gestressten Eltern sagt, nee, sollen sie bitte leise sein? So, nein, das können einfach die Profis machen, die sich damit auskennen, die Regeln kennen. Und deswegen, wir brauchen die Bahn. Wir brauchen die Bahn für den Klimawandel, für eine Zukunft, für eine autofreie Alternative. Und würde diese Bahn nur eine schöne Alternative sein, mit der man gerne fährt, wo man weiß, man hat seine Ruhe, wo man weiß, man kann das Buch lesen, wo man weiß, man kann die Sinfonie noch zu Ende schreiben, an der man seit Jahren sitzt, dann würde sie auch
mehr gefahren werden für eine bessere Welt, für eine ruhigere Welt im Ruheabteil. So, und die gibt's wirklich. Die gibt's wirklich. Die könnt ihr hier unterschreiben. Schreibt euch den Link raus hier. Da unterschreibt sie bis jetzt, hat eine Person unterschrieben. Danke, aber es ist zu wenig. Wir brauchen mehr. Ich refreshe mal, um zu sehen, um meinen beiden Kontrahenten hier zu zeigen, dass der öffentliche Druck enorm ist. Achtung, Refresh von 1. Mach mal einmal Refresh, bitte. Wo ist das jetzt hier? Genau, einfach einmal refreshen jetzt. Null. Zurückgezogen. Okay, das braucht politischer Wandel, politischer Wille braucht Zeit. Gucken wir uns gleich mal an. Ich habe kürzlich einen kleinen Spaziergang durch mein Viertel gemacht und da ist mir was aufgefallen und zwar, Mensch, das sind ja ganz viele... Du bist in eine Spalte verrutscht. Leute auf der Straße unterwegs und unterhalten sich und lachen. Was war da? Da war so ein Nachbarschaftsflohmarkt. Das fand ich irgendwie total süß. Also da haben irgendwie eine Straße oder so, haben eben private Sachen verkauft. Und worauf ich hinaus will, ich finde einfach diese Stimmung total schön. Und das ist irgendwie so eine Sache, die unseren Städten der Menschheit irgendwie verloren gegangen ist. Denn auf den Straßen und so sind die Autos und man geht immer nur noch von A nach B und so weiter. Man versammelt sich gar nicht mehr groß in der Stadt. Es sei denn, man hat mal irgendwo einen Jahrmarkt. Meine Petition, liebe Leute, ist... Jahrmarkt überall, Jahrmarkt immer. All the time. Ich. Immer. Immer. Ich plädiere dafür, dass das Konzept des Jahrmarkts zunächst mal aufgebrochen wird. Denn ich finde persönlich Jahrmärkte auch relativ stressig. Viele Leute irgendwie komprimiert auf einem Fleck. Irgendwie ist es super laut. Es gibt Schlägereien und so, weil es einfach zu viele Leute sind, die alle gerade Spaß haben. Nein, nein, ich will den Spaß verteilen in der Stadt, sodass die Stadt auch ein ganz anderes Ambiente bekommt. Die einzelnen Stände sind überall in der Stadt verteilt. Immer. Du kannst also zur Arbeit gehen und sagen, oh, bevor ich jetzt hier mit Arbeit anfange, noch eine kleine Fahrt mit der wilden Luzi? Warum eigentlich nicht? Du gehst deinen Freund besuchen und nimmst dir mal hier noch vom Zuckerwattestand, das neben der U-Bahn steht. Nicht auf irgendeinem Jahrmarkt und nicht immer nur zwischen Februar und April. Nein, nein, immer. Das heißt, die ganze Stadt wird zum Jahrmarkt überall verteilt. Natürlich müssen dafür irgendwelche Parkplätze oder sowas aufgebraucht werden. Aber du hast natürlich ein wunderschönes Stadtbild. Die Leute sind draußen, fressen Zuckerwatte, fahren mit der wilden Luzi zum Beispiel. Können auch andere Fahrgeschäfte sein. Gebrannte Mandeln, alles möglich. Jahrmarkt überall, Jahrmarkt immer. Unterschreibt meine Petition. Vielen Dank. Okay. Hast du notiert, ja? Ich hab's notiert. Ich muss, also rein punktetechnisch habe ich eher ein Interesse daran, dass du gewinnst als Florentin. Aber es fällt war mir, stark, war es fällt Idee, mir sehr schwer, muss ich gerade sagen. Weil, also, nichts nervt mehr als ein Jahrmarkt. Ja. Ich bin absoluter Freund, ab und zu mal über den Jahrmarkt rübergehen, 2 Stunden, eine Pommes mit Mayo, einmal irgendwie gucken, wie die Leute da irgendwie abgehen und dann nichts wie weg. Und sofort habe ich so ein beklemmendes Gefühl und denke so, Gott, das waren viel zu viele Menschen und ich weiß, dem willst du ja ausweichen. Genau. Aber die Vorstellung, dass überall in der Stadt es diesen Jahrmarktgeruch gibt, dass überall du diese Geschrei hörst, dass du, will noch eine Fahrt, dass du diese Ketten klack, 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 klack von der Achterbahn hörst, dieses ganze, diese ganze Noise, dieses ganze, der Stresslevel, das will ich doch gar nicht. Ich bin froh, wenn das mal 2 Wochen kompakt gehen, alle hin, haben Spaß und dann weg damit. Sag das ist mal, doch genau sag das, die Idee sag dahinter. Sag das mal den Schaustellern, Schaustellerinnen ins Gesicht, dass du sie hast. Die gehen ja, die ziehen ja von Stadt zu Stadt. Durch die Gegend ziehen. Sag das dir mal ganz die machen ja aber viel, die können ja gar nicht wenn das ganze mein Zuckerwattestand irgendwo in der Ecke stelle, das macht überhaupt keinen Sinn. Die würden unfassbare Einbußen machen. Und gleich, ja? Bitte, werde ich nicht. Nee. Und Florentin. Ja, ja. Ich möchte ganz kurz was zu deiner, wirklich zu diesem, ja, komischen Vorwurf sagen, des Ruhebereichs. Also erstens mal, meiner Meinung nach, müsste man den Ruhebereich komplett abschaffen. Allein zu sagen, ich möchte jetzt mit dem Zug 4 Stunden durch Deutschland fahren und keiner darf mich dabei stören, während ich hier an meinem letzten Laptop sitze. Das ist schon ja. So fucking deutsch, dass du noch mehr Regulierung willst, ja. Dass du noch mehr Schaffner deswegen gibt's ja den abgegrenzten Bereich, wo du das sein machen kannst. Ja, wir brauchen noch mehr Verbote, noch ein Schild, was ich nicht darf. Wer definiert ja.
geht denn was Ruhes? Wenn du deine Symphonie schreibst auf dem Laptop, klack, 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 das ist okay. Wenn du an deinem Reis, wenn du mit deiner Papiertüte rumkraschelst, das nervt mich viel schlimmer. Mein Kind hält die Schnauze, das sitzt vorm iPad, guckt die ganze Zeit Peppa Wutz und hält die scheiß Fresse. Dann ist ja alles in Ordnung. Aber es sind doch Leute wie du, so junge, wilde, die irgendwie in der Medienbranche noch was erreichen wollen. Oh, hier schreibe ich ein kleines Comedy-Programm im Sitz. Klack, 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 klack. So ist das. Aufhören zu lachen da vorne! Ja, eben, dich stört's doch auch, sagst du doch auch gerade. Und deswegen, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann setz dich in 80% des Zuges, wo kein Ruhebereich Mann, ist. Jeder kennt du bist doch, es ist doch ausgebucht. Du bist doch manchmal gar nicht mal. Meinst du, ich setz mich freiwillig in den, ich setz mich doch nicht freiwillig in den Ruhebereich. Als ob der Ruhebereich ist das Erste, was ausgebucht wird. Ja, exakt. Und was mach ich dann? Dann setz dich eben woanders in den anderen Zug, wo du so laut sein kannst, wie du willst. Ich sag ja nicht, dass alle im Zug ruhig sein sollen, sondern man soll sich einfach trennen, genauso wie man früher gesagt hat, nicht Raucher, Raucher, nicht Schwimmer, Schwimmer. Jeder soll so sein Verhalten. Und dann die Vegetarier kriegen noch ihr eigenes, die Veganer kriegen ihr eigenes. Weißt du, du bist einfach unsensibel, dass Leute anders mit dem Zug fahren wollen als du. Das ist einfach Quatsch, immer mehr Trennung in die Gesellschaft. Oh, du willst eigentlich nur, dass die Leute mit Kindern dich nicht dauernd daran erinnern. Wenn die Kinder leise sind, ist das Problem, Eddie. Was soll dieser Kinderhass? Einerseits kämpft ihr dauernd. Du bist doch ständig, jeden Freitag sehe ich dich bei Fridays for Future. Jeden Freitag. Wir treffen uns jeden Freitag gleich. Florentin, was machst du denn? Wir kämpfen gegen deine Plastikidee. So, weißt du warum? Du gehst zu Fridays for Future. Für wen ist denn die Future, wenn du keine Kinder magst? Deswegen gibt dann es ja Familienbereiche. Eddie. Dann machen wir doch Saturday for all for diese Probleme sind bereits gelöst. Deine es gibt Kinder den Ruhebereich, Fridays es gibt for den Future, Familienbereich. Aber bloß keine Kinder. Es gibt das Familienabteil. Nur es setzt niemand durch. Ach komm. Die Welt ist schon perfekt. Die Leute müssen nur in die richtige Schublade gelotst werden von professionellem Personal, der sagt, Entschuldigung, für ihre Familie gibt es zwei Waggons weiter, das Familienabteil. Da können sie so laut sein, wie sie wollen. Da gibt's Buntstifte. Da kann dein Kind malen. Drei Familienabteile. Drei Stück. Ja, die sind leer und trotzdem sind die Leute irgendwo und sind laut und irgendwie hier. Was ist das für eine Realität, die du da zeichnest? Sorry, immer kommt. Wenn nicht frei ist, okay. Die Familien setzen sich offensichtlich in den Ruhe. In welcher Stadt sind wir gerade? So ja, das du weiß fährst niemand. Jeden Tag. Ich fahre jede Woche zwischen Hamburg und Köln 8 Stunden hin und her. Ja. Niemand hier im Raum fährt so viel Zug wie ich. Das stimmt. Ich erlebe das mal im jeden Haus. Tag. Jede Woche erlebe aber ich dieses Mühsal. Vlesk hat getwittert. Über jeder postet Ruhebereich. Niemand hält so, sich dran. Okay, es ist so leicht. Ich zeig dir den Tweet. Dann bin ich bei dir. Sorry, ich zeig dir den Tweet. Das ist ein K.O.-Argument, dass Vlesk das getwittert hat. Ja, aber sorry, da müssen wir auch einfach drauf eingehen. Ich habe noch mal eine Faktenfrage. Also erstmal eine kleine Faktenfrage. Ist es wirklich so, dass 20% des Zugs nur Ruheabteil ist? Weil gefühlt sind 50%. Nein, überhaupt nicht. Wirklich. Okay, es ist ein oder zwei Abteile so von glaub 6. Glaube ich dir sowas mal, glaub ich ein. Zweites Mal. Deine Petition. Zu was soll das führen? Sollen die Leute, soll wirklich der Schaffner dann durchgehen und dem kleinen Kind sagen, sorry, hier gab es eine Petition. Ich weiß, du bist gerade voll laut. Aber guck mal hier, die Petition. Und dann, okay, sorry. Und dann ist es ruhig oder was? Es wird weiterhin passieren, dass Leute da telefonieren im Ruhebereich und die werden dann erschossen oder was? Nein, die werden dann ins andere Abteil gebracht. Das wird nicht möglich sein in allermeisten Fällen, weil die Abteils alle besetzt sind. Das Bahnpersonal läuft bereits durch den Zug, hält bei jedem an. Es ist kein Mehraufwand. Alles, was sie sagen müssen. Und mir geht es nicht darum, dass sie am Arm gezerrt werden in ein anderes Abteil, sondern einfach der kurze Hinweis, Entschuldigung, sie sitzen hier im Ruhebereich. Machen die das selber oder auf Hinweis von anderen? Nein, möchtest du das selber. Die machen das selber. Wenn sie sehen, da ist jemand laut oder telefoniert und sagt, Entschuldigung, sie sind im Ruhebereich. Bei meiner Erfahrung nach reicht das nämlich auch. Die Leute sagen, ich wusste gar nicht, dass ich im Ruhebereich sitze, dann setze ich mich natürlich um. 90% der Fälle ist es völlig, löst sich das in Wohlgefallen auf, weil die Leute es einfach nicht wissen. Und die Leute, die machen es ja beim nächsten Mal nicht wieder. Also, es ist ein freundlicher kleiner Hinweis. Der einzige Grund, warum Familien mit Kindern im Ruhebereich sitzen, ist, weil es keinen anderen Möglichkeit mehr gibt. Das kein, ist ja auch wunderbar. Das ist ja in Ordnung, wenn es keinen anderen Platz mehr gibt, ja, aber das ist dann müssen die im Ruhebereich sitzen. Ist ja völlig okay. Aber das ist ja nicht der Fall. Es ist ja, wenn alles noch leer ist oder es den Ruhebereich gibt. Wie gesagt, der Ruhebereich ist ja in der Regel als erstes voll. Wenn der voll, dann ist er in anderen Bereichen noch leer. So, dann kannst du ja sagen, geht woanders hin oder setzt euch beim nächsten. Ich bin ja mittlerweile so kulant. Ich sag, Entschuldigung, das ist der Ruhebereich. Setzen Sie sich doch beim nächsten Mal mit Ihren Kindern woanders hin. Ich bin doch nicht der, der die wegzerrt. Ich sag einfach, ein bisschen Aufmerksamkeit. Schauen Sie doch, wo ist der Ruhebereich? Man sieht es ja sogar von außen, bevor man aussteigt, hast du dieses...
Ding da hier. Dann kannst du ja sagen, ah, Entschuldigung, hier ist der Ruhrbereich. Rebecca, Clementine, Vanessa und Cleopatra, wir gehen also woanders. Wir müssen auch mal ganz kurz reden. Reden wir hier nur über nervige Kinder? Weil ich persönlich, wie gesagt, true story, die Kinder sind eigentlich das kleinste Problem. Ich hab's eher häufiger, dass Leute irgendwie dann auf Lautsprecher stellen und telefonieren, Musik hören oder generell einfach super laut miteinander diskutieren und so weiter. Also das sind ja alles eher Sachen, die jetzt nicht über die Kinder kommen. Da würde mich dann auch mal interessieren, wie du die Situation einschätzt, weil das sind ja dann eher Leute, die das eh machen. Ja. Also da kann, wie willst du es verhindern? Dass weil die wissen, es geht nicht. Wenn Leute wissen, Elektroschläge wenn Leute oder wissen, ich sitze im Ruheabteil und sie sind trotzdem laut, kann man nichts machen. Okay. Darum geht's nicht. Okay, dann sprichst du aber gerade wirklich eine Situation an. Eins von 1000 würde deine Petition total hilfreich sein. Ich mache jede Woche, spreche ich Leute an und sage, Entschuldigung, man hört sie im ganzen Abteil diskutieren, sitzt im Ruhebereich. Und die Reaktion ist immer, Entschuldigung, das wussten wir gar nicht. Gott, jetzt sind wir leise. Das ist nämlich das Ding. Der Prozentsatz an Leuten, die wirklich laut sind, während sie wissen, dass sie im Ruhebereich sind, ist verschwindend. Florentin, du musst einfach irgendwann auch mal damit klarkommen, dass auch andere Menschen existieren. Setz dir doch deine Ich habe kein Problem damit, dass sie existieren. Doch, ich habe Probleme damit. Dass sie Geräusche von sich geben. Nein, das ist wie wenn sich einfach jemand direkt zu dir reinsetzt, im Kino reinsetzt und laut ist. Es ist aber nicht Kino, es ist eine Zugfahrt. Es ist das Ruhebereich. Zu was soll die Petition führen? Soll dann der Schaffner soll immer horchen? Sagt da gerade jemand? War das ein Handy? Nein. War das ein Kind? Und geht dann hin? Wenn du dem Schaffner sagst, Entschuldigung, da vorne sind ein paar Kinder, die sind laut, der Zug ist doch noch frei, können Sie es ihm sagen? Dann würde er es doch machen. Kann ich es auch selber machen, aber momentan so existiert doch gar kein Gesetz dagegen. Das heißt, deine Petition ist vielleicht von der Idee her sinnvoll, aber sie führt doch zu nichts. Es ist ja so unverständlich, warum das Personal das nicht durchsetzt. Darum geht es ja bei der Petition. Alles gut, wir haben jetzt eine winzige Schraube, die neben mir übrigens, können wir ganz kurz mal durchschauen, die neben mir mittlerweile schon eine politische Lawine ausgelöst hat. Und zwar, ich refreshe mal ganz kurz. Ja. Einen Unterstützer hatten wir gerade noch, das war ich. Und jetzt mittlerweile haben wir 130! Es wird langsam. Du hast also deinen alternativen privaten Vote aufgemacht zu diesem Thema. Das ist ja auch okay. Wir haben halt keine Petition gemacht, weil wir gedacht haben, wir wollen nicht wirklich wichtige Petitionen. Die Aufmerksamkeit nehmen. Ja. Aber ich wollte noch mal ein bisschen. Für deine Idee ein bisschen noch. Genau, ich wollte einfach mal sagen. Man nimmt nicht so richtig ernst, Also, aber findet ihr es nicht. Stört euch der Pappstrohhalm nicht? Mich hat es mega gestört, bis es komplett ersetzt wurde durch andere Sachen. Wo, wann? Wo ist denn noch so ein Pappdings? Überall! Was kriegst du denn für Strohhalme, wenn du bei Mc's dir eine Bambus. Cola holst? Ja, da weiß nicht, was es da gibt. Da gibt's. Du hast recht, ich hab letztes Mal wieder nachgedacht, warum ich so wenig Slush-Eis trinke. Habe ich früher viel häufiger gemacht. Slush-Eis irgendwie schön, irgendwie eiskalt, Slush-Eis grün, rot, wunderbar. Und ich habe mir, warum mache ich das eigentlich nicht mehr? Antwort? Wegen des Strohhalms. Weil du findest keine Strohhalme. Vor allem, du brauchst ja für manche Sachen auch wirklich einen dicken Strohhalm. Ich rede von Milchshakes, ich rede von Slush-Eis. Bubble Tea, du brauchst die dicken. Und deswegen habe ich es nicht mehr gemacht. Und was ich letztens gemacht habe, und deswegen möchte ich dir leider auch widersprechen, Etienne, was ich letztens gemacht habe, ich habe mir ein Slush-Eis geholt, ohne Strohhalm. Ja, aber schön um den hier. Ja. So, dass der Schluck ist. Das finde ich ein blödes Argument. Das ist so. Das ist genauso wie wenn ich sage, wenn ich der Ruhebereich im ICE störe, dann fahre ich ICE. Ja, das ist das gleiche Argument. Ich möchte mal sagen, das krasseste Problem hast du im Kino. Du gehst ins Kino, du bestellst dir deine 2 Liter Cola, das steht dann da ja auch mal während des gesamten Films 2 Stunden. Nach 2 Stunden ist der gesamte Strohhalm von der Cola zusammengedrückt, löst sich auf, die Cola schmeckt scheiße, weil sich davon Sachen ablösen und so weiter. Es wird auch noch gequetscht an der engen Stelle. Es ist einfach ungenießbar. Natürlich kannst du sagen, ja, dann trinke ich, aber dann trinkst du 2 Liter mit Eiswürfeln, trinkst du so. Das ist einfach, ist doch nicht, da waren wir doch schon weiter in der Entwicklung. Ja. Und das Ding ist ja, heute habe ich einen Kaffee beim Bäcker geholt. Da gab's als To-Go-Ding aus Pappe. Ich habe mir ein Stück Lippe abgerissen, weil ich die ganze Zeit da so im Bus so da dran so ein bisschen genippelt habe. Und dann ist sie kleben geblieben. Und ja, läuft jetzt eine Klage und so weiter. Ich will jetzt auch nicht mehr drauf eingehen, weil es ist ein laufendes Verfahren. Aber das ist halt auch teilweise wirklich gefährlich. Ich kann da nicht so richtig mitsprechen. Ich muss sagen, so seit 2 Jahren habe ich nicht mehr, weil du gerade gefragt hast, ich habe da keinen Schruch, ich war nicht mehr im Kino. Aber da möchte ich jetzt mal von dir ganz ehrlich wissen, Lars-Erik Paulsen. Und vor 2 Jahren gab es sowas, aber dann in der Zwischenzeit ist doch so viel passiert. Lars-Erik Paulsen, ist dir das Klima wirklich wichtiger als dein Trinkgenuss? Das muss ich jetzt mal wirklich fragen. Schon.
Was ist denn eigentlich, also diese Gatorade, Powerade, diese Napf-Nuckel-Dinger, die gibt's auch nicht mehr, ne? Das ist auch alles Plastik, doch. Kannst auch nicht nachbauen, oder? Ah, ja, doch, die gibt's doch. Die sind erlaubt. Ach, die gibt's noch. Die finde ich toll. Aber ich wäre bereit, bei deiner Petition zu unterschreiben, wenn du sagst, Plastikstrohhalme bleiben weiterhin ausgeschlossen. Machen wir. Okay. 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 Unterschreiben wir. Unterschreibe dann, ich. Okay. Und mit der, genau, für den Jahrmarkt dann da einfach hier unten. Das ist wirklich eine Scheiße. Genau, für den Jahrmarkt. Das ist wirklich eine Scheiße. Also für den Jahrmarkt könnt ihr dann die ich je in meinem Leben gehört. Vor allem, jeder weiß, dass Jahrmarkt. Du würdest nicht gerne mal eine Zuckerwatte fressen, bevor du hierher kommst, oder was? Zuckerwatte, du machst doch jetzt nicht eine Petition, dass es Zuckerwatte in Städten braune gibt. Braune Mandeln! Vor allem, jeder weiß, dass es besonders weiß, dass es nicht immer gibt. Aber das muss ich gar nicht sagen, das weiß jeder Mensch. Ihr seid klau genug, um zu wissen, dass es eine bescheuerte Idee ist. Ihr seid wirklich klau genug. Ich zeige euch hier nochmal den Tweet von Vlesk, der schreibt: Stell dir vor, du zeugst ein Kind und setzt dich dann in einem komplett leeren Zug damit in den Ruhebereich. Das ist ein Problem, das die ganze Nation beschäftigt. 1400 Leute haben alleine hier geliked. Es ist ein großes Problem. Tut euren Beitrag, unterschreibt, weil die Deutsche Bahn ist eine Firma, die auf ihre öffentliche Wahrnehmung natürlich achten muss. Und deswegen kann die Petition auch was erreichen. Es geht hier nicht um Gesetze, es geht hier nicht darum, die Weltpolitik zu beeinflussen, sondern einfach um Druck zu machen. Und deswegen freue ich mich über eure. Ich würde deine Petition unterschreiben, wenn du sagen würdest, mehr Platz für Familien im Familienabteil, ja. Dann müssten nämlich die Familien mit Kindern sich nicht notgedrungen dahinsetzen, wo sie Leute stören. Hättest du Lust auf einen Familienwaggon? Ja, es müsste genug Platz sein, ja. Ob es ein Waggon ist oder ja. Familienwaggon. Bitteschön. Genau, und hier dann wegen. Das ist wirklich eine richtig beschissene Idee. Ganz ehrlich, mit deinem komischen Zucker. So, damit würde ich sagen, das Volk hat bereits gesprochen. Wir haben hier von den Stimmen her, können wir ganz kurz mal machen. Bei Lars haben wir 0, bei Etienne haben wir 0. Bei mir sind es mittlerweile 179 Stimmen, hat meine Petition schon. Ansonsten unterschreibt gerne digital per Chatbefehl: Jahrmarkt, Strohhalm, Ruhe. Das sind die drei Möglichkeiten. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ich, aber es ist immer interessant. Man hat ja selber so in seinem Kopf so, das ist ein großes Problem, da muss ich was bewegen. Und dann sprichst du mit Leuten, die sagen, hey, ich fahre nie mit dem Zug. Man ist natürlich immer so, in seiner Bubble. Du sagst gerade, du fährst richtig viel Zug, ne? Ich trinke richtig viel Getränke und insofern ist stimmt auch. Ist schon crazy. Und ey, Lars, wir wissen es alle. Lars ohne Zuckerwatte ist einfach nicht der gleiche. Mit der wilden Luzi. Ja, ja. Ich wilde Maus kenne. Ja, wilde Maus das kenn ist ich auch. Meine wilde Weiterentwicklung. Wilde Luzi. Und ich glaube, so ein bisschen ist es bei dir auch so nischig, weil du zu so Zeiten fährst, wo nicht so viel. Das Ding ist, ich frage mich auch gerade, ich kenne das Problem halt eher so, dass die Züge völlig überfüllt sind. Das liegt einerseits daran, dass ich halt vor der Pandemie nur Zug gefahren bin, jetzt gar nicht mehr Zug gefahren bin in der Zeit. Bei dir ist es so, du hast jetzt die letzten 2 Jahre immer in der Pandemie. Das heißt, da war wirklich immer super wenig los. Dadurch ist es vielleicht zum Problem geworden. Aber wenn ich fahre, gibt es das Problem eigentlich nicht. Oder du kannst es zumindest nicht lösen. Weil wenn da die Familie wirklich im Ruheabteil sitzt, dann hat die einfach keine andere Chance. Dann kommt der Schaffner und sagt, seien Sie bitte ruhig, aber das Kind wird sich nicht dran halten. Ich hatte neulich die Situation. Und da muss ich sagen, Kudos, wenn du wirklich die Leute ansprichst. Weil ich habe es nicht gemacht, weil ich keinen Stress vom Streit vom Zaun brechen wollte. Da war eine Frau im Ruheabteil tatsächlich am Tisch und die hat telefoniert mit Lautsprecher. Also wirklich, du hast gehört, was mit wem die geredet hat. Und das war völlig weird. Und das Abteil war voll. Das war auf so vielen Varianten war das weird, weil zum einen will man nicht auch ein bisschen Privatsphäre haben. Aber die wollte halt demonstrativ irgendwie, dass alle das mitkriegen. Und ich habe mich nicht getraut, was zu sagen, weil ich hatte Kopfhörer und mir war's eigentlich scheißegal. Und da ist einer aufgestanden, der war richtig aggro. Und er hat gesagt, können Sie jetzt mal ausmachen? Ja. Und er hat die richtig angepumpt, so Entschuldigung. Und alle haben so alle so ein bisschen. Ja, genau. Eddie, wenn das nochmal vorkommt, ruf mich an. Ich steig ein, Hamm-Westfalen. Ich stehe am Bahnsteig bereit. Ich steig ein. Ich bin mittlerweile, und ihr habt vorhin gecringed, von wegen, du sprichst die Leute an. Ich weiß. Aber man kann sich das abtrainieren. Wirklich. Man kann sich das wirklich abtrainieren. Wenn du das jede Woche, über Jahre hinweg, jede Woche machst, sobald du hörst, ja, hallo, ja, die Jacqueline, ja. Ja, genau. Ja, im Haus, am Balkon, ja. Und sofort stehst du auf und sagst, schön, Sie im Ruheabteil. Hier ist Telefonieren verboten, hier hinten ist das Schild. Bam. So, du musst es sofort machen. Wenn du das eine halbe Stunde lang über dich ergehen lässt, dann schaffst du es nicht mehr. Du musst sofort aufstehen und sofort hingehen. Rein Interesse, kam da schon mal irgendwie auch Stress zurück? Oder sagen, das sind die meisten? Ja, klar, natürlich. Ja, was machen sie mich jetzt so an? Ja? So laut bin ich ja gar nicht. Also, ja, du bist ein Fan. Und das sind immer Bayern, oder?
Ich hab versucht, in Richtung Schwabe zu gehen, aber es funktioniert. Ich versuche meinen Horizont zu erweitern gerade so ein bisschen. Ja. So, während Florentin seine Petition wieder refresht, gucken wir mal aufs Ergebnis. Es sind weniger geworden. 20 sind abgesprungen. Ja, damit. Gut angeführt. Scheiße. Wir wollen doch nicht damit in Verbindung. Wir wollen jetzt mal das Ergebnis sehen, bevor hier noch weiter. Also, guck mal, das sehen wir doch. Hä? 61% Ruheabteil. Vielen, vielen Dank, meine Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das ist ein Problem, das wir lösen müssen, aber das wir auch lösen können. Und das ist das Wichtigste. Denn Wandel ist manchmal utopisch, aber manchmal auch einfach machbar. Und deswegen möchte ich euch alle dazu aufrufen, geht auf change.org und unterschreibt härtere Durchsetzung des Ruhebereichs vom DB-Personal. Teilt das auf Twitter, teilt es auf Facebook, schickt es in eure WhatsApp-Gruppen an alle Leute, die sagen, war wieder so laut im, ja, nicht nur beschweren, sondern was machen, was ändern. Und ich wollte noch genau Folgendes vorschlagen, und zwar die 10%, die für den Jahrmarkt gestimmt. Wir gehen alle zusammen auf den Jahrmarkt nächstes Jahr. Sieg! Ja. Stark. Ja, stark. Stark. Das ja, hast du ja gut gemacht. Was ist denn das? Habt ihr schön gemacht. Das klebte, glaube ich, da vorne. Warte. Dankeschön. Lars, du hast das super gemacht. War eine tolle Runde. Nee, war gut. Nee, er hatte echt tolle Ideen. Also das mit dem Salz war geil und... Ja, hier, da ist was. Also dann abonniert mal den Kanal, ne? Ja, stark, Florentin, herzlichen Glückwunsch. Und am Ende muss man sagen, profitieren wir alle davon, ja, wenn die Kinder endlich die scheiß Fresse halten. Ohne Witz. Ja. Und da endlich mal durchgegriffen wird. Insofern Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Ich hoffe, dass der Sieg auch einer für uns alle ist. Dass nicht nur ich heute mit einem Gewinn nach Hause gehe, sondern wir alle und vor allem alle, die mit dem Zug fahren im Ruheabteil. Vielen Dank, Florentin Will. Vielen Dank, Lars-Erik Paulsen. Ja. Und das war's mit Alles Mögliche. Falls bleiben Sie doch noch ein bisschen bei uns, denn jetzt folgt... Wir beide. Wir beide machen noch ein bisschen weiter. Ein neuartiges Quiz, bei dem es tatsächlich darum geht, zu googeln. Deshalb heißt diese Sendung auch Google Quiz. Oh, ich dachte, es heißt die Suchmaschine. Ja, so oder so, bleibt dran und schaut Warum es steht denn da oben Google? Ja, es wird fantastisch. Das ist die Beschreibung, nicht der Name der Erste. Okay, es heißt, die Show heißt gar nicht Google Quiz. Nein, aber es ist aber ein Google Quiz. Wir müssen einfach gut sein in Google. Ich habe da richtig Bock drauf tatsächlich. Wie heißt denn die Show? Die Suchmaschinen. Ah, die Suchmaschinen. Die Suchmaschinen. Richtig Bock drauf. Und jetzt lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao. Eure Fragen im Chat. Alles Mögliche, Fights.